Herzlich willkommen zum Kaminabend der IB Solution zum Thema Data and Analytics. Wir freuen uns ganz besonders heute, Sie als Teilnehmer dieses speziellen Abends begrüßen zu dürfen, der ursprünglich mal etwas anders geplant war, müssen wir offen sagen. Wir hatten vor, einige unserer Gäste hier als Netzwerkplattform auch wirklich live und in Farbe begrüßen zu dürfen, hier vor Ort begrüßen zu wollen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, dem geschuldet, da haben wir den Abend wieder umgestellt auf ein reines Online-Event. Aber ich hoffe dennoch, dass Sie ganz, ganz viele spannende Diskussionen mitnehmen können heute. Diskussion, das ist ein gutes Stichwort, weil was Sie heute bei uns erleben werden, ist vielleicht etwas anderes, als Sie es gewohnt sind. Es geht nur um einen interaktiven Austausch mit sehr, sehr vielen Informationen, die fließen sollen. Es ist absolutes PowerPoint-Verbot heute. Also Sie werden keine Folienschlacht von uns erleben. Es geht nur darum, Austausch zu fördern, miteinander zu sprechen und Informationen auszutauschen. Lassen Sie uns dann gleich in den ersten Vortrag einsteigen. Dazu begrüßen wir José Iglesias aus dem Hause IB Solution und Alexander Röckle von der SAP. Um was geht es heute komplett? Vielleicht dazu noch zwei, drei Worte. Es geht darum, dass wir einfach festgestellt haben, es gibt unheimlich viel Bewegung im Enterprise Data Warehouse und BI-Portfolio der SAP. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass viele Kunden sich aus diesem Grund auch fragen, ist meine Strategie, wie ich sie fahre, die richtige? Muss ich sie überarbeiten? Muss ich sie an neue Gegebenheiten anpassen? Und das sind die Punkte, die wir heute wirklich bearbeiten wollen. Wir wollen darüber sprechen, ist BWV-HANA noch das Tool der Zukunft? Wie ordnet sich eine Data Warehouse Cloud ein? Was ist eine BW Bridge, ganz neues Produkt der SAP? Wie ist diese einzusortieren? Viele, viele Fragen, die sich geben, die sich auf Ihre Strategie auswirken. Und wir wollen heute Antworten geben, die Ihnen Planungssicherheit verschaffen. Zurück zum ersten Vortrag. Wie gesagt, José Iglesias von der IB Solution, Alexander Röckle. Zu Alexander Röckle ein paar Informationen. Alexander Röckle ist seit vielen, vielen Jahren schon in der Beratung, IT-Beratung tätig, ist bei SAP inzwischen als Head of Platform and Technologies tätig und kümmert sich dort ganz, ganz stark darum, Einflüsse des Kunden auch in die Produkte einfließen zu lassen. José Iglesias, IB Solution. Auch er verfügt über eine langjährige Expertise im SAP-Umfeld, im IT-Umfeld, hat angefangen damals bei Siemens in der Automation, hatte lange Jahre eine eigene Firma, hatte in der Zwischenzeit in Managementfunktionen in anderen Firmen, in anderen SAP-Beratungsfirmen gearbeitet, bevor er Mitte des Jahres zur IB Solution gestoßen ist und dort die Stelle des Leiters Vertrieb und Business Development innehat. Die beiden werden uns heute ein paar Einblicke geben, wo sich der Markt eigentlich aufhält. Wie ist die Akzeptanz draußen beim Kunden, wenn wir über Cloud-Lösungen sprechen? Wie ist die Akzeptanz der BI-Tools? Wo bewegt sich der Markt hin? Wie groß ist der Markt? All diese Informationen freuen wir uns, von den beiden zu hören. Und damit möchte ich auch schon übergeben an Alexander und José und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Diskussion. Ja, schönen guten Abend auch von uns hier an alle Teilnehmer draußen. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns diesen Abend zu gestalten. Wir haben ja einige wirklich interessante Themen für den heutigen Abend, die wir hier besprechen werden. Allen voran natürlich euer neuestes Produkt, die WB Bridge. Aber bevor wir in diese eigentlichen Themen dann einsteigen, vielleicht ein paar Fragen einfach mal an dich, wie du bestimmte Themen einfach mal beurteilst. Erste Frage gleich: Was siehst du denn so für Trends und Herausforderungen in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Also nicht nur, was wir heute haben, sondern was glaubt ihr, was sind so die nächsten Themen für die nächsten paar Jahre? Ja, also von mir auch. Schönen guten Abend und vielen Dank auch an euch für die Einladung. Ein tolles Format, wenn auch virtuell. So Trends, die ich sehe über die nächsten Jahre, ist das, was wir eigentlich auch schon sehr stark jetzt in diesem, im letzten Jahr spüren, ist natürlich ganz klar der Trend Richtung Cloud. Ist ja auch bei der Anmoderation schon rausgekommen. Da tut sich sehr viel, auch bei uns im Portfolio, lernen wir später mehr. Aber der ist definitiv ungebrochen und ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch viel stärker und schneller vorangehen. Dann das ganze Thema Integration, also weg vom klassischen Reporting hin zu einer Integration von Reporting, Predictions und Planung, das wirklich aus einer Hand in einem Tool abzudecken. Das sehen wir doch eine sehr große Nachfrage im Markt aus verschiedenen Bereichen, nicht nur der Finanzbereich, sondern auch HR, verschiedene Fachbereiche. Und das mit den verschiedenen Fachbereichen ist sicherlich was, was Sie als Kunden auch bei sich primär jetzt aus der IT uns zugeschalten, bei sich im Unternehmen merken, dass doch die Fachbereiche mehr und mehr das Thema Self-Service BI, was man, glaube ich, seit Jahren schon kennt, aber aus meiner Sicht dieser Trend jetzt
wirklich neu Fahrt aufnimmt, da wir wirklich mehr Kompetenz auch in den Fachbereichen haben. Also es ist anders wie vor 5 Jahren, wo auch das Thema Self-Service BI schon da war. Man merkt jetzt schon, dass mehr Fachkompetenz auch in den Fachbereichen da ist und natürlich der Wunsch, mehr mit Daten zu machen, in den Fachbereichen ungebrochen ist. Und das ist ein Trend, der aus meiner Sicht sehr stark auf unser Portfolio sich auch auswirkt, indem wir da die technologischen Möglichkeiten geben, dass der Fachbereich auch was mit Daten machen kann. Und der weitere Trend, den ich sehe, der geht so ein bisschen damit einher, durch diesen starken Trend aus dem Fachbereich, dass man eben SAP-Daten mit Non-SAP-Daten zusammenbringt. Ne? Sowohl Daten, die ich im Unternehmen habe, die klassisch auch Non-SAP-Daten sein können aus der Produktion oder aus anderen Nicht-SAP-Applikationen, aber vor allem auch immer neue Datenquellen. Ne? Social-Media-Daten, gibt immer mehr Datenformate. Es gibt eigene Firmen, die sich wirklich auf das Thema Daten zu verkaufen, spezialisiert haben und eben solche externen Daten mit eigenen Unternehmensdaten zu verknüpfen. Das ist ein Trend, den wir ganz stark für die nächsten Jahre sehen. Okay. Wie begegnet ihr jetzt als SAP diesem Trend? Wie geht ihr damit um? Wie begegnet ihr das? Wir versuchen immer bestmöglich auf unsere Kunden zu hören. Und uns ist aber schon diese Brücke auch wichtig zwischen IT und Fachbereich. SAP baut sehr stark auch zusammen mit der IT diese Trends und gibt Antworten drauf. Uns ist schon wichtig, dass man auf der einen Seite dem Fachbereich die Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, aber gleichzeitig auch einen Wildwuchs, einen Zoo in Unternehmen zu vermeiden, weil es bringt auch nichts, wenn 5 Fachbereiche das Gleiche mit unterschiedlichen Tools machen und dann versuchen, irgendwo an die geschäftskritischen transaktionalen Daten auch ranzukommen. Deswegen versuchen wir, mit unserem Portfolio sowohl IT als auch Fachbereich zu adressieren. Ich denke, später wird man einiges auch zum Thema Data Warehouse Cloud hören, was so ein Paradeprodukt dafür ist, wo man sowohl dem Fachbereich die Möglichkeit gibt, mit Daten zu arbeiten, aber trotzdem in einem sicheren Environment mit einer Governance von der IT dahinter und gleichzeitig dann auch die Möglichkeit haben, dass wirklich die IT entscheidet, wer hat dann auch Zugriff auf die geschäftskritischen Daten. Okay, du hast vorhin erwähnt, dass es darum geht, nicht nur SAP-Daten, sondern auch Non-SAP-Daten zusammenzubringen, auszuwerten, entsprechende Analysen anzubieten, Self-Service anzubieten. Heißt das, dass ihr nicht nur aus eurem Bestandskundenumfeld entsprechende Anforderungen in die Produkte einfließen lasst, sondern auch von Non-SAP-Kunden, von anderen Bereichen, die vielleicht bisher nicht so in eurem Fokus waren? Ja, ich würde SAP-Bestandskunden vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, die wenigsten Kunden in Deutschland haben gar nichts von SAP. Also SAP-Bestandskunden ist irgendwie gefühlt jedes Unternehmen. Aber wenn wir es jetzt mal aus einer Datenbrille betrachten, dann gibt es doch sehr viele Bereiche auch bei den Kunden, wo wir auf der einen Seite die SAP-Welt haben und dann doch eine sehr starke Non-SAP-Welt, auch im Kontext der Daten, wo sehr viel mit Hyperscalern gearbeitet wird, wo wir jetzt schon bei vielen Unternehmen merken, das sind so, manchmal arbeitet es schon ganz gut zusammen. Wir merken aber auch in vielen Bereichen, dass es mehr ein Nebeneinander, manchmal sogar ein Gegeneinander ist von diesen Bereichen. Ja. Und da nehmen wir ganz stark natürlich die Anforderungen auch von dem Non-SAP-Bereich auf. Wenn wir sagen, okay, wir wollen auch offen sein. Ne? Nicht eine proprietäre Datenlandschaft, das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern öffnen uns natürlich jegliche Art von Tools, dass auch andere Analytics-Tools benutzt werden können, trotzdem in Kombination mit unseren Produkten. Also da öffnen wir uns ganz stark, hören auch, was die Non-SAP-Bereiche haben möchten, die viel Agilität haben wollen. Aber gleichzeitig hören wir natürlich auch auf den SAP-Bereich oder unsere Bestandskundenansprechpartner, wo wir auch sagen, in BW, in BO, da ist sehr viel Expertise über die letzten Jahrzehnte gewachsen. Das soll ja auch weiter unterstützt werden. Wir wollen auch das Investment der Kunden sichern, den Kunden die Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam diese Reise Richtung Cloud anzugehen, ohne dass jetzt wichtiges Wissen oder Investments komplett weggeschmissen werden müssen. Und wir versuchen schon ein bisschen auch einen anderen Ansatz, indem wir sagen, wir wollen nicht, dass die Daten repliziert werden, alles in andere Marktbegleiter haben auch den Ansatz zu sagen, okay, alles jetzt von links nach rechts und verschiedene neue Datensilos aufzumachen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eher wirklich mit einem virtuellen Datenzugriff die Daten da lassen, wo sie sind, allen Kunden die Möglichkeit geben, allen Ansprechpartnern auf diese Daten zuzugreifen, ohne dass sie aber ständig neu hin und her repliziert werden. Ja, deswegen versuchen wir wirklich beide Ansprechpartner beim Kunden sowohl aus dem SAP als auch aus dem Non-SAP-Bereich zu adressieren. Okay. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit ja auch von Cloud gesprochen und wir alle wissen ja, dass eigentlich in jeglicher Art von Lösungen es mehr und mehr in die Cloud geht. Trotzdem haben wir ja auch heute noch Kunden, die sehr verhalten sind, was Cloud angeht. Wie empfindet ihr das? Was ist eure Erfahrung damit? Welche Hürden erlebt ihr
gilt es da noch zu überwinden, obwohl wir ja schon sehr, sehr weit sind. Denn verglichen mit der Situation von vor 3, 4, 5 Jahren sind wir ja heute schon, was die Akzeptanz angeht, deutlich weiter bei den meisten Kunden. Aber trotzdem gibt es ja noch ein paar, die immer noch etwas skeptisch sind. Wie geht ihr damit um? Was sind eure Erfahrungen damit? Nein, hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, dann glaube ich, wäre die Antwort wirklich eine ganz andere gewesen. Ich muss selber sagen, ich merke kaum noch Akzeptanzprobleme. Ich glaube, viele Kunden haben die Vorteile von Cloud-Lösungen, liegen ja auch auf der Hand, dass ich wirklich, wenn ich sehe, was jetzt auch unser Produktmanagement in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren an Innovationen, sowohl in unser Analytics-Portfolio als auch jetzt in das relativ neue Produkt, die Data Warehouse Cloud, innerhalb von kürzester Zeit an Innovationen reingebracht hat, das ist nur mit Cloud-Lösungen möglich. Nur wenn ich eine Software-as-a-Service-Lösung habe, kann ich dann auch wirklich direkt ohne große Release-Wechsel, wo ich von 7.3 auf 7.4 gehe, das sind natürlich alles schon größere Migrationsaufwände und damit sind die Innovationszyklen automatisch auch langsamer, weil wir als Anbieter natürlich dann auch in anderen Release-Zyklen die Innovation reinbringen können. Das ist aus meiner Sicht der Hauptvorteil von Cloud-Lösungen, dass ich wirklich sehr viel mehr Innovation in kürzerer Zeit habe und genau das merkt man halt auch, ist der Bedarf vom Markt, der Bedarf von den Kunden und das geht natürlich mit Cloud einher. Deswegen habe ich den Eindruck, dass fast alle Kunden genau diese Vorteile kennen, wissen. Sicherlich gibt es Richtung Datenschutz immer wieder spezielle Herausforderungen, wo wir aber auch mit verschiedenen Möglichkeiten den Kunden, wir haben auch mehr und mehr Kunden im öffentlichen Bereich, die ganz klar im Analytics-Bereich auf die SAP Analytics Cloud setzen, wo wir auch in solchen sehr regulierten Branchen wie Finanz oder öffentlichen Bereichen keine Probleme mehr haben. Ne? Da mag es immer noch Ausnahmen geben und für diese Kunden ist uns auch ganz wichtig, dass wir ja auch ganz klare Commitments in Richtung der On-Premise-Analytics und BW-Produkte sehr weitreichende gemacht haben, sodass kein Kunde Angst haben muss, dass in 1, 2 Jahren die Produkte abgekündigt werden. Aber der Trend ist ganz klar Richtung Cloud. Würde mich natürlich aber umgekehrt interessieren. Ihr seid als Beratungshaus da näher dran. In vielen Kundensituationen merkst du da noch eine sehr starke Schwierigkeit der Akzeptanz oder empfindet ihr das ähnlich? Naja, also ich glaube, unsere Erfahrung ist ähnlich wie eure, dass wir an der Stelle in den vergangenen Jahren mehr und mehr Akzeptanz merken. Die Bedenken, die vielleicht noch bestehen, beziehen sich dann vielleicht auf solche Themen wie DSGVO, aber die lassen sich ja mit vorhandenen Lösungen ja durchaus dann auch relativ schnell dann auch diskutieren und aufzeigen, dass es dafür halt auch Lösungen gibt. Und selbst Branchen im regulierten Umfeld gehen ja auch mehr und mehr in diese Richtung, halt auch der Cloud. Also von daher machen wir auch diese Erfahrung. Für uns ist es natürlich ein bisschen eine andere Situation als für euch, weil wir bei den Kunden ja als Trusted Advisor zunächst einmal damit gefordert sind, dem Kunden zuzuhören. Das heißt, bevor wir mit einer Lösung X oder Y auf den Kunden zugehen, ist es unsere Hauptaufgabe, ihm zuzuhören, zu sehen, wo stehst du gerade, lieber Kunde? Was hast du in den nächsten 2, 3, 4 Jahren vor? Welche Strategien verfolgst du? Und wenn wir das kennengelernt haben, wenn wir wissen, wo die Organisation steht, wie der Reifegrad ist, weil solche Projekte oftmals ja auch agil oder hybrid halt auch ablaufen. Das heißt aber halt auch, dass die Organisation dafür bereit sein muss. Das heißt, wir hören zu, wir versuchen den Kunden zu verstehen, wo er steht, wo er hin will und auf der Basis bieten wir dann halt die am besten geeignete Lösung für ihn an, wobei Cloud im Moment in der Tat als ganz oben steht, auch bei den allermeisten Gesprächen, die wir haben. Ja, aber ist auch ganz wichtig für uns, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, wie wichtig das ist, dass wir so gute Partner wie euch haben, weil das, was jetzt in den letzten Jahren im Portfolio der SAP im Bereich BW und Analytics passiert ist und das, was auch noch alles kommt, das sind tolle Innovationen, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach für die Kunden, das alles auch zu verarbeiten, selber zu entscheiden, wann ist was der richtige Schritt für mich. Und da ist gut, wenn wir solche Partner wie ihr an unserer Seite haben und die Kunden auch an der Seite haben, dass wir da einfach beraten wird, was der richtige Schritt ist und wann da auch anzugehen ist. Also vielen Dank. Danke für das Kompliment auch und wir nehmen das als Ansporn, das entsprechend weiter so zu machen, wie es seit 18 Jahren schon machen, wo die IB Solution ja für die SAP oder mit der SAP zusammen am Markt unterwegs ist. Von daher vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für deine Zeit für uns und ja, damit schönen Abend an alle und viel Spaß mit den folgenden Events. Ja, vielen Dank, Alexander und José, für die spannenden Erkenntnisse. Und ja, das gesagt ist, wir beraten natürlich in dem Bereich, wir beraten auch gerne mal in Sachen, die nicht BW sind. Und das ist eigentlich auch vielleicht die Überleitung zu unserem ersten Rahmenprogrammpunkt. Wir haben für Sie
virtuell auch eine super Truppe beigebracht, die Ihnen ein bisschen Geheimnisse beibringt, wie man denn einen vernünftigen Cocktail mixt, bei uns als Rahmenprogramm immer wieder als Ausstieg zwischen den Vorträgen. Und ja, wünsche Ihnen viel, viel Spaß bei dem ersten Breakout. Und wir sehen uns wieder hier in 10 Minuten, also um 19.25 Uhr. Wünsche Ihnen viel Spaß mit der Cocktailshow. Ja, sehr schön. Dann sage ich mal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Vorneweg, ganz kurz, das ist eine kleine Welt. José Iglesias, ich weiß nicht, ob man mich noch kennt. Ich habe damals schon lange, lange her eine Ausbildung bei ihm gemacht. Witzig, dass man sich jetzt hier wieder sieht. Ja, sehr schön. Was habe ich denn mit euch vor? Ich würde gerne mit euch ein paar Cocktails mixen. Wir machen den ersten jetzt und den zweiten dann später. Ihr habt von uns schöne Pakete nach Hause geschickt bekommen. Ich gehe davon aus, ihr habt die alle schon ausgepackt, schon fleißig geguckt, was drin ist. Ja, das würde ich sagen, machen wir uns mal einen schönen Drink jetzt. Ganz kurz, bevor wir anfangen, zu uns. Ich bin der Nico Felsmann von den Barmännern im Quadrat. Wir sind ein mobiler Barservice aus Mannheim, eine Art Cocktail-Catering. Das heißt, wir gehen normalerweise auf Events aller Art, Firmenfeiern, Messen, Geburtstage, Hochzeiten. Oder wir geben Cocktail-Schulungen, so wie heute, ob digital oder live, spielt keine Rolle. Sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Und zwar, ihr habt Pakete nach Hause geschickt bekommen, einmal alkoholische und manche haben auch alkoholfreie gewählt. Ich würde sagen, den ersten Drink oder beziehungsweise beiden Drinks machen wir jetzt parallel. Das heißt, so dass niemand warten muss. Wir brauchen als erstes mal, ich fange auf der Seite hier an, mache die alkoholischen Drinks, auf der anderen Seite die alkoholfreien. Das heißt, wir brauchen jetzt unsere Honiggläser, die wir euch mitgeschickt haben. Die dürft ihr mal bereitstellen. Auf der alkoholischen Seite brauchen wir die Thomas Henry Grapefruit Limonade, unseren Huizache Tequila, 100% Agave und eine Limette. Auf der alkoholfreien Seite auch unser schönes Honigglas, dazu unseren Maracuja-Saft, einen Passion Fruit Sirup, also Maracuja Sirup, Scrodino, so ein kleiner Bitteraperitif und auch eine Limette. Machen wir das mal so. Perfekt. So, jetzt wollen wir noch mal was Schönes zusammenmixen. Ist ja schließlich schon Donnerstag. Wir fangen an und brauchen unser Messerschneidebrett. Das habt ihr wahrscheinlich schon vorbereitet. Auch die Eiswürfel, wenn ihr die noch nicht geholt habt, dürft ihr gerne jetzt ranbringen. Die brauchen wir für einen leckeren Drink. Und als allererstes wollen wir einen kleinen Salzrand machen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch. Und zwar braucht ihr hier die Limette. Ich komme mal nach vorne an die Kamera. Da kann man es nämlich wahrscheinlich besser sehen. Und zwar nehmt ihr die Limette und schneidet mit dem Messer einmal von der Seite rein. Und einmal von der Seite. Und dann holt ihr hier so ein kleinen Schnitz raus. So sieht das Ganze aus. Und wenn ihr das habt, könnt ihr nämlich euer Glas nehmen, das Honigglas. Und das passt dann perfekt auf diesen Rand drauf. Und dann dürft ihr eine halbe Runde drehen. Und ich würde auch immer, ich empfehle immer am Anfang, nur eine halbe Runde zu machen. So habt ihr die Möglichkeit, einen halben Salzrand zu haben. Dann könnt ihr einmal mit und einmal ohne Salz probieren und im Falle, wenn es schmeckt, das nächste Mal einen kompletten Salzrand machen. Im Falle, wenn es nicht schmeckt, einfach kalt weglassen. So, Glas Nummer 1, wir machen das auf beiden Seiten, alkoholisch und alkoholfrei. Also hier auch, rausschneiden, draufsetzen und eine halbe Runde drehen. Voilà, jetzt haben wir das so ein bisschen mit der Limette nass gemacht. Jetzt haben wir euch auch noch hier so kleine Päckchen mit nach Hause geschickt, wo eine Visitenkarte drin ist und ein weißes Pülverchen. Keine Sorge, das ist nur Salz. Das dürft ihr auf einem kleinen Unterteller oder auch aufs Schneidebrett, das ist auch gar kein Problem, einfach drauf leeren. So, ein bisschen verteilen. Und wenn man dann das Glas nimmt, hier vorhin dass ihr das nass gemacht habt mit der Limette, einfach einmal rein und schon haben wir einen halben Salzrand. Wunderbar.
Das Ganze auch nochmal auf der alkoholfreien Seite. Einfach rein, einmal umdrehen. Und voilà, halber Salzrand. So, dann geht es auch direkt weiter. Wir haben euch alkoholisch einen Huizache 100% Agave Tequila mit nach Hause geschickt. Viele werden jetzt vielleicht erstmal zusammenzucken, oh Tequila, Jesus, hat er wirklich schon Tequila mitgeschickt? Ja, aber keine Sorge, die meisten haben schlechte Erfahrungen mit Tequila, was aber eigentlich hauptsächlich an dem Tequila, an der Marke lag, die ihr getrunken habt. Viele kennen vielleicht den roten Sombrero, ich will keine Namen nennen. Da gibt es einfach verschiedene Qualitäten. Also und das ist halt so ziemlich die schlechteste Qualität. Wir haben euch einen richtig schönen Tequila mit nach Hause geschickt. Der ist wirklich auch, kann man auch gerne mal pur probieren, wenn man möchte. Keine Sorge, man braucht doch keinen Salz und keine Zitrone dazu. Kann man einfach so trinken und genießen. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Und den dürft ihr alkoholisch einfach, wir haben es schon vorab gemessen, komplett in das Glas hineinleeren. Perfekt. Auf der alkoholfreien Seite nehmen wir jetzt unseren Passion Fruit Sirup, der Maracuja Sirup, und leeren den auch komplett in unser Glas rein. Bei dem alkoholfreien Drink haben wir einen super Drink, ausbalanciert aus Süße, Säure und Bitter. Ein super Aperitif-Drink, so schön vorm Essen. Alkoholisch auch ein richtig guter Drink. Paloma heißt der. Kommt aus Mexiko, klar, Tequila. Ihr werdet sehen, weil viele denken Tequila. Aber es ist ein richtig schöner Drink. So, jetzt machen wir weiter mit der Limette, die ihr vorhin quasi wohl ein Stückchen rausgeschnitten habt. Die dürft ihr jetzt einmal halbieren. Alkoholisch wie nicht alkoholisch, also gilt für beide. Die halbe Limette halbieren wir dann nochmal, sodass wir 2/4 haben. Und diese 2/4 pressen wir jetzt in das Glas rein. Ich mache das hier einmal beim Tequila und auch reinwerfen in das Glas. Upp. Alkoholfrei genauso. 2/4 reinpressen und reinwerfen. Hoppla. So, jetzt haben wir alkoholfrei, haben wir einen schönen Süßeanteil, Säureanteil durch die Limette. Jetzt haben wir noch einen Maracuja-Saft mitgeschickt. Einfach mal kräftig schütteln und draufhauen. Und hier dürft ihr die halbe Flasche ungefähr in das Glas geben. Die andere Hälfte brauchen wir für später noch. So, jetzt brauchen wir natürlich Eis. Warum haben wir das Eis nicht schon vorher reingemacht? Da ist immer schwierig, wenn man Eis reinmacht und dann warme Spirituosen oder warme Säfte drüber laufen lässt, zieht viel Schmelzwasser mit nach unten, der Drink verwässert einfach viel zu schnell. Deswegen erst Eis zum Schluss rein. Gerne das Glas voll machen mit Eis, nicht sparen. Perfekt. Und jetzt beim Tequila, bei unserem alkoholischen Drink, haben wir schöne Thomas Henry Grapefruit Limonade mitgeschickt. Die einfach mal aufmachen. Und drüber gießen, bis das Glas voll ist. Perfekt. Alkoholfrei. Wir haben Süße, wir haben Säure. Brauchen noch was Bitteres. Also unser Cordino. Das dürft ihr auch aufmachen. Und hier auch einfach eingießen, bis das Glas voll ist. Wer möchte, kann mit einem Löffel oder auch mit dem Messer, was ihr habt, nochmal leicht umrühren. Nicht zu viel, damit die Kohlensäure nicht zu sehr verloren geht. Perfekt. Und dann trinkt natürlich das Auge mit. Haben euch ein paar schöne Trockenfrüchte mitgeschickt. Dürft ihr gerne garnieren. Voilà. Und jetzt würde ich sagen, stoßen wir erstmal auf einen schönen Abend an, auf das schöne Restprogramm, was noch kommt. Ich würde sagen, Cheers. Wer möchte, darf gerne den Strohhalm mit benutzen, den wir mitgeschickt haben. Ich persönlich finde es natürlich immer schön, ohne zu trinken. Einfach auch mit dem Salzrand kann man mal probieren. Wie ihr möchtet, feel free. Jedem das Seine. Lasst es schmecken und ich würde sagen, bis gleich. Willkommen zurück im Hauptprogramm des Kaminabend Data and Analytics der IB Solution.
möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer nächsten Diskussionsrunde. Und dazu begrüßen möchte ich Lothar Henkes, möchte ich Mohamed Abdelhadi und Hagen Yanda. Zu den Personen zwei, drei Worte. Mohamed Abdelhadi ist, glaube ich, wenn man das zumindest auf den sozialen Medien verfolgt, das Gesicht für das Enterprise Data Warehouse Portfolio der SAP. Ist Buchautor, Keynote-Speaker, lange, lange Geschichte in der SAP, in anderen Management-Positionen. Er spricht zusammen mit Hagen Yanda. Hagen Yanda ist Global Senior Director of Product Strategy, Data Warehousing bei der SAP. Und Lothar Henkes. Lothar Henkes war früher Vice President bei der SAP im Enterprise Data Warehouse Portfolio und ergänzt als Strategic Advisor inzwischen die IB Solution in BW BI-Fragen. Worum geht es bei der Diskussion? Es geht schlussendlich darum, wo stehen wir heute, wo wollen die Kunden hin, wo können die Kunden hin, was ist die Produkt- und Transition-Strategie der SAP. Und ich freue mich auf diesen Vortrag und frage dich, Lothar, was gibt es Neues an der Front? Zunächst mal vielen Dank, Mo und Hagen, dass ihr da seid. Unser Thema ist Data Warehousing, Data Warehouse-Strategie. Was können die Kunden da erwarten? Und in dem Zusammenhang, Mo, die erste Frage an dich. Es gibt ja zurzeit noch sehr, sehr viele BW-Kunden, die auf alten Releases unterwegs sind, 7.x. Manche der Kunden haben den Schritt nach BW4 in der Vergangenheit schon bereits gemacht. Mhm. Aber alle sind jetzt dabei, gerade im Kontext von Data Warehouse Cloud, ihre Data Warehouse-Strategie neu zu überdenken. Wie ist in diesem Zusammenhang die Data Warehouse-Strategie der SAP? Was kommen für Tools zum Einsatz? Was bedeutet das für On-Premise, Private Cloud und die Public Cloud? Erstmal danke für die Einladung. Auf jeden Fall toll, dass man wieder mal sich trifft und über diese tollen Themen spricht. Tolles Setup übrigens auch hier. Also wenn wir das Data Warehouse Portfolio der SAP anschauen, haben wir eigentlich drei Bereiche. Wir haben nach wie vor viele Kunden, die natürlich On-Premise einsetzen, BW und HANA, ältere Releases oder BW vor HANA. Für die geht es ganz normal natürlich weiter, wenn sie auf On-Premise bleiben wollen. Viele gehen den Schritt auch Richtung BW4. Dann haben wir eine Art weiteres Offering, wo wir gesagt haben, wir helfen den Kunden gerade in dem Bereich RISE auch, was wir sehen. Kunden nehmen auch ihr S4 in die Cloud und lassen das betreiben, quasi mit so einem ganzen Package drumherum. Und wir haben auch hier investiert, indem wir Kunden auch die Möglichkeit geben, ihr BW-System quasi auf einem zum Beispiel Hyperscaler laufen zu lassen. Da verschiebe ich einfach mein Betriebsmodell in die Cloud, kann natürlich die ganzen Stärken der Cloud nutzen, habe aber dadurch jetzt nicht neue Sachen, sagen wir mal, ich habe weiterhin meine BW, Implementierungsszenarien, die ich umsetze, das kann ich nach wie vor dort weiterführen. Und die, sagen wir mal, die neue Variante war ja vor ungefähr 2 Jahren, dass wir Data aus Cloud entwickelt haben, also unsere strategische Lösung in der Cloud für Software as a Service, wo viele Kunden natürlich jetzt mittlerweile wo wir sehr viel Adoption gerade auch sehen. Und die Frage ist natürlich die Kunden, okay, muss ich ein BW4-Upgrade machen? Kann ich auf BW OnHANA bleiben, Data Warehouse Cloud betreiben? Also unsere Antwort ist definitiv für die Kunden, die sagen, ja, ich habe meinen Investitionsschutz, ich bleibe auf On-Premise, ich kann auf BW4 gehen. Aber wir sehen jetzt natürlich sehr viele Kunden, nachdem wir Data Warehouse Cloud released haben und sagen, ich kann auch schon heute mit einem BW OnHANA die Data Warehouse Cloud draufsetzen und habe quasi hybride Szenarien. Das sind so, ich würde mal sagen, 80% aller meiner Kunden nutzen quasi die Data Warehouse Cloud auf einem BW. Einige davon auf dem BW4. Natürlich haben wir dort eine stärkere Integration. Auf der anderen Seite aber auch schon auf BW on HANA. Mhm. Ne? Und man hat es ja auch gesehen, dass wir auch sehr viele neue Technologien jetzt rausgebracht haben. Das heißt, viele Kunden haben natürlich gesagt, muss ich ein BW4-Upgrade machen? Es ist natürlich eine Simplification. Ich habe natürlich sehr viele Sachen gewonnen. Das ist aber so eine Art, sag mal, IT-Migration, die ich dann um einfach Sachen einfacher zu machen. Viele Kunden sagen, kann ich denn nicht von einem BW on HANA auch langfristig in die Data Warehouse Cloud gehen? Und deswegen, und kommen wir auch nachher dazu, haben wir quasi eine Art Migrationsweg für Kunden schon, die BW on HANA auch machen können, auch BW 4 HANA in die Data Warehouse Cloud rein über die sogenannte Bridge. Ja, das heißt also, ich muss nicht zwingend ein BW 4 Upgrade machen. Ja, wir empfehlen es, wenn man auf On-Premise bleiben will, aber wenn ich offen für die Cloud bin, kann ich auch von einem BW on HANA direkt in die DWC reingehen. Mit der entsprechenden Unterstützung dann auch. Genau, richtig. Spannendes Thema sind natürlich die hybriden Szenarien. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Du hast es schon mal erwähnt gerade. Aber zuvor an dich die Frage, Hagen. Wir haben von Mo gelernt, Data Warehouse Cloud, strategisches Produkt. Was macht Data Warehouse Cloud so speziell? Was sind die Hervorstellungsmerkmale? Was unterscheidet es von anderen Produkten?
Auch danke, danke für die Einladung erstmal Sehr gerne. Und sehr schön hier zu sein an dem warmen Kamin. Zunächst mal, es ist ein Public Cloud Produkt und damit Software as a Service Offering und damit halt auch von dem grundsätzlichen Deployment und Operating Model eben Software as a Service komplett gemanagt und kommt out of the box. Ja, das ist erstmal ein großer Unterschied, würde ich sagen, schon in der Frage allein, wie ich starte. Ja, typischerweise wäre es ja gewesen, ich muss ein System irgendwo sizen, ich mache mir Gedanken über meine Data Center Strategie, ich habe irgendwelche Hardware, die ich zum Beispiel beziehe und dann, wenn die dann geliefert wurde, entsprechend angeschlossen wurde, in meinem Data Center deployed ist, wird irgendwann mit der Implementierung begonnen. Und da ist mal der erste Unterschied, den ich erwähnen möchte, dass man natürlich jetzt sehr schnell starten kann. Also wenn ich loslegen möchte, ein Trial-System kann ich mir bestellen, das wird innerhalb von Stunden deployed. Analog ist es dann nach einer Bestellung, kann man mit kleinen Szenarien eben auch starten. Das ist ja auch der Vorteil von der Cloud und dann sukzessive wachsen über die Zeit und hat da eigentlich eine sehr hohe Agilität. Also die Phase dieser Vorbereitung, die sich doch in die Länge ziehen kann, genau, wesentlich verkürzt. Wirklich. Genau, genau. Und einfach so direkt die Möglichkeit zu starten oder auch, wenn man daran interessiert ist, eben direkt mal einzusteigen und das Ganze anzuschauen, eine Trial-Version sich zu holen und dann direkt das System live zu sehen. Aber darüber hinaus haben wir halt noch so ein paar funktionale Themen, die wir auch durchaus ein Stück weit anders angehen als mit dem Business Warehouse oder auch BW4 und eigentlich entlang von drei Bereichen, die ich mal so ein bisschen sagen will. Das erste Thema bezieht sich auf Konnektivität. Was wir da ja sehr stark sehen, ist wirklich einen Wildwuchs an Landschaft oder an Systemen in den Landschaften aktuell, unterschiedlichste Quellsysteme, On-Premises-Systeme, Cloud-Systeme, bei manchen Kunden ein großer Teil davon SAP, bei anderen weniger großer Teil, wie der Alex ja auch initial gesagt hat, aber jeder Kunde hat ja irgendwo ein SAP und oder viele der Unternehmen haben irgendwo ein SAP-System und damit zunehmend diese verschiedenen Systeme, die alle irgendwo Daten beinhalten, wo es aber zunehmend auch schwer wird, wirklich eine konsolidierte, harmonisierte Sicht über all diese Systeme zu schaffen und infolgedessen dann schon Datensilos, die irgendwo im Unternehmen bestehen, wo ich einfach eine Schwierigkeit habe, Systeme zu integrieren. Und da ist wirklich das Thema, was wir angehen und wo wir auch einen starken Fokus gerade drauf legen bei den Investitionen, eine sehr gute Integration auf der SAP-Quellsystemseite unter Mitnahme von dem ganzen Wissen, was wir ja haben aus der gesamten Business Suite beziehungsweise aus auch der Industrie Cloud mit all diesen großen Mega-Processes, würde ich mal sagen, also das Hire to Retire, ja, Procure to Pay. Und entlang dieser Prozesse kennen wir eben sehr gut, welche Objekte sind da involviert, was für Semantiken haben die und nehmen das mit bei uns. Ja, also da gibt es solche Themen wie S4 Content Generation, dass man aus dem S4-System heraus zum Beispiel direkt Artefakte aufbaut und auch der Business Content, den wir reinbringen. Aber gleichermaßen auch, und das ist halt auch wichtig, um diese Silos wirklich aufzulösen, eine Offenheit Richtung Drittanbietersystem oder auch, und der Alex hat es ja vorhin angesprochen, auch externen Datenprovidern. Denn wenn ich wirklich End-to-End Use Cases realisieren möchte, muss ich auch diese Quellen einbinden und muss ich auch die Provider einbinden, sowie dann auch alles Mögliche, was ansonsten noch im Unternehmen so gibt, an beispielsweise Excel-Dateien und Ähnlichem, was ich kombinieren möchte. So, zweite Säule ist das Thema, wie kann ich das zunehmend öffnen, auch für weitere Personenkreise und da insbesondere genannt eigentlich die Fachbereiche. Das hat der Alex ja auch schon initial ein Stück weit angesprochen. Typischerweise würde ich sagen, ist das ganze Thema Data Warehousing ja schon ein sehr IT-zentrisches Thema als solches erstmal, wo eine IT das irgendwo aufbaut, managt, verwaltet, was dazu führt, dass zumindest wahrgenommen aus Fachbereichen die Agilität zu gering ist. Also wenn ich dann irgendeine Änderung gerne haben möchte, gehe ich an den Fachbereich, habe da einen entsprechenden Request, da muss das priorisiert werden, dann wird das irgendwo umgesetzt und bis das dann soweit ist, können Wochen, im schlimmen Fall vielleicht Monate vergehen. Und wir sind jetzt wirklich bestrebt mit der Data Warehouse Cloud auch, sagen wir mal, den Aufbau von Datenmodellen und die Arbeit mit Daten auf der Warehousing-Ebene für Anwender aus den Fachbereichen zu öffnen. Das bezieht sich, oder wir haben da so ein Konzept, sogenanntes Spaces-Konzept, wo ich für bestimmte Personengruppen eben so eine Sandbox-Umgebung schaffen kann, in der ich ohne Risiko, dass ich irgendwelche Seiteneffekte im Unternehmen auslöse, einfach die Daten sehen kann, die ich sehen darf, eigene Modelle darauf bauen kann, wirklich in Business-Sprache im Wesentlichen, das wieder in einer gesicherten Umgebung mit anderen Bereichen teilen kann, mit eigenen Daten anreichern kann und dann mit der Analytics Cloud, wie der Matthias Krämer wird ja noch zum Thema später sprechen, auch auswerten kann oder eben mit anderen Tools. Also, und das ist so ein Bereich, dieses ganze Business Layer Modeling, in dem wir auch sehr stark reingehen. Und vielleicht noch drittes Thema, um es abzuschließen.
Häufig geht ja mit dieser Idee, ich gehe jetzt in die Cloud mit meinem System, so ein Stück weit auch der Wunsch einher, ich bezahle nur das, was ich tatsächlich nutze. Ich bin sehr, sehr schnell auch in der Implementierung neuer Use Cases. Aber was wir in der Realität sehen, ist ja schon, dass diese Erwartungen häufig nicht erfüllt werden. Ja, ich habe auch neulich eine Gartner-Studie gesehen, die sagt, voraussichtlich überschreiten 60% der Unternehmen ihre Budgets, die sie eigentlich vorgesehen haben für so eine Cloud-Transformation. Und die Frage ist so, die wir uns stellen, wie können wir das eigentlich beschleunigen auch, beziehungsweise auch Kunden helfen, diesen Wert tatsächlich zu generieren und diese Szenarien auch darzustellen. Und da gibt es auch eine Reihe von Themen, die wir da angehen, alle unter diesem Zeichen, wir wollen das irgendwo helfen, ne, vordefinierte Use Cases so schnell wie möglich irgendwo zugänglich zu machen, aber auch anpassbar zu machen für die Kunden unter dem Kontext Business Content. Werden wir, denke ich, auch später noch besprechen oder habe ich auch in der Agenda gesehen, haben wir nochmal einen separaten Punkt zu. Oder aber auch das Thema externe Datennutzung, was der Alex angesprochen hatte mit dem Datenmarktplatz. Stichwort Fachabteilung. Wer für die Fachabteilung hast du gerade auch besonders hervorgehoben. Wir haben gelernt, es gibt diese Spaces im DWC. Mo, an dich die Frage, was sind denn so typische Szenarien, mit denen Kunden beginnen, wenn sie implementieren und was ist der Mehrwert für die Fachabteilung? Also ich würde jetzt mal das ganze Umbrella-Thema ist ja irgendwie, wie kriege ich die Daten mehr zum Business, ne? Also die Kunden haben natürlich immer sehr viel konsumiert und gerade in der IT habe ich sehr viel gebaut, den Fachbereich, sagen wir mal, das zur Verfügung gestellt. Das heißt also, wir haben schon geguckt in der Datawars Cloud, welche Module können wir zur Verfügung stellen, um den Fachbereich, also die IT zu entlasten und gerade hier das Spaces-Konzept, was der Hagen auch gesagt hat, indem wir die DataWars Cloud in kleine Bereiche geschnitten haben und jeder Bereich, wie zum Beispiel Sales und Finance, kann dann zum Beispiel in seinen Bereich seine Daten reinladen, zum Beispiel aus dem S4, dann habe ich einen anderen Bereich, der holt sich die Daten vielleicht von Google BigQuery rein, dann habe ich einen anderen und ich möchte einfach im Fachbereich diese Daten miteinander verteilen, nicht unbedingt mischen, sondern einfach nur Data Sharing. Das heißt also, das ganze Thema Data Sharing, was wir sehen im Fachbereich, dass ich Daten anderen Bereichen zur Verfügung stelle, ist ein Riesenthema. Das heißt, das Spaces-Konzept, was wir haben, ist ein Bereich, wo ich wirklich im Fachbereich den ownen kann, selber sagen kann, welche Connectivity ich anschließen möchte, welche Tools ich draufsetze und habe dann die Möglichkeit, noch diese Daten zu verteilen, ohne dass wir über Datenreplikation nachdenken müssen, ohne dass wir die Sachen replizieren. Das ist also ein Bereich, so mal erstmal eine Environment zu schaffen, in der ich arbeiten kann, unabhängig. Und wie machen das Unternehmen? Die Unternehmen machen zum Beispiel, dass die aus der IT oder aus dem BW einen Governed Space zur Verfügung stellen und aus diesem Governed Space, der ist geowned, der hat die Security und von dem darf sich dann der Fachbereich bedienen. Sonst habe ich im Endeffekt Wild Wild West, ja, ich will ja auch nicht, dass die alle die Daten und 6 verschiedene KPIs haben und die alle diskutieren über das Gleiche, sondern wir arbeiten über diese Governed Spaces Konzepte und übergeben die dann anderen Bereichen. Ja, das ist also ein Punkt über die Spaces. Die zweite Sache ist, dass die sagen, okay, nachdem ich diese Spaces aufgebaut habe, überlege ich, wie ist der Zugriff über meine Modelle. Das heißt, wir haben auch aus der internen IT oder Entschuldigung, internen Controlling haben wir ein Konzept übernommen, das nennt sich Cloud for Semantics. Das ist eine sehr gute Idee gewesen von unseren Fachbereichen intern bei der SAP, um quasi auch diese Komplexität der Datenmodelle zu auszublenden. Ja, wir haben das Konzept übernommen in die Data Warehouse Cloud mit unseren Teams und haben das umgesetzt. Das heißt also, wir haben die Spaces als quasi da, wo ich die Daten speichere, oben drüber noch eine gewisse semantische Schicht. Ja, oder wir nennen das auch Business Layer in unserem Produkt. Und darüber habe ich einfach die Möglichkeit, dem Fachbereich die Möglichkeit zu geben, unter den BI-Reports auch relativ schnell die Modelle zu ändern. Und ich rede halt nicht mit komplexen, sage ich mal, Begriffen oder technischen Begriffen. Das heißt, dieses Spaces-Konzept und dieses Business Layer ist das, was der Fachbereich, da mache ich wirklich dieses Handshake von der IT in den Fachbereich hinein und kann über diesen beiden Konzepte das übernehmen. Welche Kunden das erfolgreich machen, ist zum Beispiel die Porsche. Die Porsche hat genauso ein IT-Governed Space zur Verfügung gestellt. Wir haben eine sehr starke, natürlich BW4-Infrastruktur, nehmen aber mehr und mehr Szenarien in die DataWars Cloud hinein. Die haben eine Data Lake-Szenario im Einsatz, wo sie Machine Learning machen. Und hier haben wir wirklich die DataWars Cloud als semantischen Layer drüber gespannt, um die SAC anzubinden, aber auch eine gewisse Offenheit anderen Tools zur Verfügung zu stellen. Weil im Endeffekt möchte ich erstmal eine einheitliche Datenplattform, eine Semantik schaffen und dann quasi schauen, okay, dann kann ich dann auch über eine Tool-Konsolidierung mir Gedanken machen. Aber wichtig ist, dass wir die Artefakte, diese Semantics über die gleichen Key-Figures reden. Und wenn wir mit Kunden reden, sagen, ja, was ist denn jetzt der Vorteil?
Ja, ich kriege am Ende ja auch ein BI-Report raus, ja, genau wie ich aus dem BI. Und ganz große Kunden, ja, und ein Kunde davon, der das zum Beispiel bei uns auf dem Roundtable vorgestellt hat, war die Firma Bosch. Die hat auf dem Roundtable bei uns vorgestellt, wie sie zum Beispiel einfach, wir sind schneller, haben die gesagt. Wir sind einfach schneller. Wir sind schneller, wie wir Projekte auf die Straße bringen, weil wir einfach neue Sachen mehr und mehr Richtung Fachbereich übergeben können. Das heißt, das ganze Onboarding von neuen Szenarien, von neuen Schnittstellen, von neuen Datenquellen funktioniert besser. Wir haben andere Kunden wie Zalando zum Beispiel, die auch sehr viele, eine große verschiedene Architektur haben, SAP, Non-SAP. Und wir sehen diese Szenarien, wo Kunden sehr viel in einen Data Lake über verschiedene Jahre reingepumpt haben an Daten, haben dort verschiedene Szenarien wie Data Science gemacht. Auf der anderen Seite strukturierte Daten, sehr viel SAP-Daten, und sie haben unheimliche Probleme bekommen, diese Daten zusammenzubekommen oder auch diesen Business-Kontext zu verstehen, von dem der Hagen gesprochen hat. Ja, wir wissen ja alle aus dem S4 und BW, da ist ja sehr viel Entwicklung gelaufen in der, genau in dieser Semantics. Und wenn ich sage Semantics, fragen mich die Kunden, was meinst du mit Semantics, Mo? Und das ist ja Währungsumrechnen, das sind Hierarchien und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen möchte ich ja nicht wieder neu entwickeln. Und das war dann natürlich die Stärke, warum die Kunden gesagt haben, wir müssen irgendwie versuchen, eine Lösung oben drüber zu spannen. Und deswegen die Data Warehouse Cloud da in diesen vielen Szenarien im Einsatz. Also Agilität, ein ganz wichtiges Thema, jetzt nehme ich dem, was du gesagt hast. Du hast aber auch wieder über hybride Szenarien gesprochen. Und vielleicht daher an dich die Frage, Hagen, hybride Szenarien, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Ja, Mo hat ja gesagt, dass ein großes Thema ist, in der Zeit 80% ungefähr, oder? Das ist immer die Schätzung. Ja. Also erstmal, wo kommt das her? Hybride Szenarien ist ja grundsätzlich so ein bisschen dem geschuldet, dass wir schon viele Kunden haben, die sagen, ja, diese Vorteile von Data Warehouse Cloud, die ich auch gerade genannt habe, also ich möchte irgendwo diese moderne Connectivity haben, ich möchte irgendwo in Richtung Self-Service und Business Enablement gehen, ich habe Interesse an den Content Packages oder dem Marktplatz, sind definitiv da und wir würden es gern machen. Auf der anderen Seite müssen wir auch anerkennen, dass einfach viele der Systemlandschaften, die wir heute sehen, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gewachsen sind und entsprechend komplex sind und dass es eine gute Idee ist, das jetzt nicht von einem Tag auf den anderen zu versuchen umzuschalten oder komplett auf eine neue Umgebung zu heben. Ja. Und so sind wir dann ja mal gestartet mit den hybriden Szenarien auch, was im Wesentlichen heißt, ich habe ein BW on HANA oder ein BW vor HANA, deploye eine Data Warehouse Cloud daneben, um bestimmte neue Szenarien zu enablen. Ja, und mache das nicht in einem komplett parallelen Aufbau, sondern habe eigentlich eine sehr enge Verzahnung zwischen diesen beiden Welten, auch unter Teilen von Artefakten, die ich praktisch entwickelt habe und wiederverwenden kann in der Data Warehouse Cloud. Also zu nennen ist da, das läuft unter diesem Begriff Hybrid Model Transfer zum Beispiel, wo ich dann BW4 Queries entsprechend nehmen kann und die übersetzen und umwandeln in native Data Warehouse Cloud Artefakte in der Data Warehouse Cloud Modellierungsumgebung und die dann da praktisch zugreifbar mache. Ja. Und ja, das wäre so ein Case jetzt, was Mo ja auch gesagt hatte, beispielsweise bei Porsche, wo ich dann sagen würde, ich habe hier auf der einen Seite mein BW4, was wirklich mein Enterprise Data Warehouse ist, governed, groß, ne, wird man nicht von heute auf morgen ablösen. Ich habe auf der anderen Seite irgendwo vielleicht ein Hyperscaler-Szenario mit Data Lake, um wirklich in der Petabyte-Range AI-Machine-Learning-Szenarien zu betreiben. Ich brauche diese konsistente semantische Schicht on top und ich möchte vielleicht ausgehend von einem Fachbereich sukzessive für verschiedene Fachbereiche dann diese Agilität reinbringen, neue Use-Cases darauf aufschalten. So, und das ist quasi der hybride Ansatz, den man dann so verfolgen würde. Mal starten mit einem kleinen Szenario, von da ausgehend wachsen und möglicherweise dann auch mit der Bridge, die jetzt auch schon mehrfach gefallen ist, mit der neuen Möglichkeit dann diese Migration zu machen, das Stück für Stück dann umzuschalten und wirklich zu ersetzen dann durch eine Cloud-Lösung. Du hast gerade zwei, ja, denke ich mal, auch ganz wichtige Aspekte nochmal erwähnt. Das ist einmal der Investitionsschutz und du hast auch das Stichwort SAP BW Bridge hochgebracht. Daher die Frage an dich, Mo, klar für Unternehmen, wenn sie den Schritt machen in die Data Warehouse Cloud, wie ist da die Unterstützung? Welche Tools kommen da zu Einsatz? Und was genau macht die Bridge was in diesem Zusammenhang? Bevor wir auf Bridge gehen, vielleicht einen Punkt, den ich eben noch mal dazu steuern möchte. Ich bin heute aus dem Kundentermin rausgekommen. Was ich merke, ist, dass die Kunden auch gerade in der neuen S4-Transformation sehr stark natürlich das Thema Data Warehouse auf ihrer Agenda machen und sagen, wie will ich mich da in der Zukunft ausstellen? Kann ich denn jetzt schon während einer langen S4-Transformation schnell mit einem Data Warehouse starten oder muss ich dann parallel BW hochziehen, upgraden und so weiter
Und ganz oft, wir haben sehr viele Szenarien auch mittlerweile, wo die Kunden jetzt, gerade auch dieses Jahr gestartet, wo die Kunden auch ohne BW neue Greenfield Approaches für andere Länder, die ein S4 haben, andere Länder, die vielleicht eher eine BW-Strategie haben, mit einem Datawarehouse starten. Und für die BW-Kunden, weil du Bridge eben gesagt hast, ja, wir haben natürlich die Diskussion schon gehabt, auch von der DESAG und ASUG und von anderen und von den Analysten auch, die Frage, okay, jetzt haben wir zwei Systeme, jetzt muss ich ja zweimal betreiben, langfristig, Hybrid, das hört sich ja gut an, aber jetzt muss einer im BW was machen, ich muss, wo mache ich denn jetzt meine Modellierung und so weiter, ne? Ja. Und da haben wir uns gesagt, okay, bringt das jetzt alle BW-Features nachzubauen über die nächsten Jahre, den gesamten Content nachzubauen oder gibt es eine Möglichkeit, wie wir wirklich technologisch was auf die Straße bringen können, um quasi dieses Investment rüberzunehmen. Ja. Und wir haben sehr viel investiert in Entwicklung dieses Jahr und sind mit einem Ansatz gekommen und sagen, wir haben die Upper Bridge entwickelt, wo wir quasi den gesamten Unterbau von dem BW nehmen, da wo die meiste Investition der Kunden ist und schieben den in eine Art ABAP-Environment unter der Data Warehouse Cloud mit rein. Technisch heißt das ABAP Steampunk. Das heißt also, wir enablen eine ABAP-Runtime unterhalb des Data Warehouse Cloud. Damit können wir BW-Artefakte wie Connectivity, Extraktoren, den Business-Content, die Transformation komplett rübernehmen in die Cloud. Und mittels Spaces, mit was wir über uns gesprochen haben, können wir über ein BW-Space quasi auf die Daten zugreifen. Das bringt natürlich dem Kunden unheimlich viel wegen Business-Content, natürlich die Extraktoren auch zu geringeren Releases, wenn ich noch nicht aus dem S4 bin. Ich kann also auf untere Releases zugreifen. Den Business-Content, ja, die Kunden haben mich gefragt, wann kriegen wir den gesamten BW-Business-Content in Datawarehouse Cloud? Da habe ich gesagt, okay, also muss man schon ein paar Jahre entwickeln, ne? Also hatten wir vielleicht 10%, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt liefern wir den gesamten Business-Content von BW in die Datawarehouse Cloud. Und das mithilfe der Bridge. Das richtig, mithilfe der Bridge. Und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Das kann keiner. Also wenn einer es schafft, ein BW in der Cloud nachzubauen, der soll mir das mal zeigen. Es ist natürlich viel Investition gelaufen in den letzten Jahren, ne? Und die Kunden können das, wie der Hagen sagt, von heute auf morgen natürlich nicht. Und die wollen aber die Investition mitnehmen. Und das ist eine weitere Möglichkeit, eine Option. Wir haben natürlich weiterhin das Hybride, was wir eben gehört haben. Wir haben natürlich den Greenfield Approach, aber wir haben jetzt die Bridge als zusätzliches Mittel, um die Kunden dann zu sagen, okay, ich möchte von diesem hybriden Ansatz in einen Full-Blown Datawarehouse Cloud ansetzen. Und möchte Sachen wiederverwenden, die ich schon entwickelt habe. Und wir wissen alle im Bereich ABAP, Transformation und so weiter, Prozessketten, ja, da ist halt viel Investition gelaufen. Und die Kunden sind jetzt froh, diesen Handshake zwischen IT, zwischen der BW-Abteilung und mit einer modernen Data Warehouse, dass das jetzt wirklich Hand in Hand dann funktioniert in der Cloud. Ja? Also die Bridge steht praktisch zwischen dem alten Release und der Data Warehouse Cloud und hilft mir von dem alten Release über die BW Bridge in die Data Warehouse Cloud. Richtig, ja. Also man kann quasi, was wir natürlich machen, ist eine Art Migration. Wir müssen auf die BW4-Artefakte kommen. Im Hintergrund machen wir das natürlich, ja. Wir müssen schon auf die neuen Modelle kommen in der Cloud. Das unterstützen wir ja auch und werden wir auch nächstes Jahr mit den weiteren Tools, wie wir zur Verfügung stellen, auch weiter supporten. Das heißt, wir bohren unsere Tools auf, die Migrationstools, die wir heute haben, und werden die mit der Bridge kompatibel machen nächstes Jahr und werden dann ältere Releases dann auch unterstützen, um dann in die BW, um quasi in die Datawarehouse Cloud dann rein zu migrieren. Aber vielleicht noch eine Ergänzung, nur die ich gerne sagen würde. Dieses Build Bridge, das suggeriert ja ein Stück weit, und das ist ja auch mal die primäre Intention, wie du gerade gesagt hast, Mo, dass ich so rübergehe von Status Quo dann in diese Zukunft. Was man aber auch nochmal erwähnen sollte, ist, denke ich, selbst für einen Greenfield-Ansatz kann das interessant sein, ne? Denn es ist wirklich so, dass wir die gesamten Funktionalitäten von quasi BW bzw. BW4, Base Data Ingestion, Staging, Zugriff auf Business Content, Prozessketten und so weiter verfügbar haben in der Data Warehouse Cloud, also sind wirklich im Bauch der Data Warehouse Cloud jetzt mit drin, mit diesem ABAP-Stack, den ich da quasi auch verwenden kann. Und somit habe ich auch, selbst wenn ich jetzt ganz neu starten würde mit einem Use Case, den Zugriff darauf und kann das eben nutzen. Und damit natürlich auch die gewohnte Konnektivität zu ERP, S4-Systeme und so weiter. Extraktoren, ja? Business-Logik, Delta-Logik, all die Themen. Eigentlich zu allen, also nicht nur, ne, ABAP-based Quellsysteme. Ne? Ja. Und das sind ja viele. Und ja, also wie gesagt, und wichtig zu sehen, weil wir haben über Bridge, es hört sich so an, als ist es ein separates Produkt. Also es ist ein Feature in Datawarehouse Cloud. Es ist kein separates Produkt. Das heißt, der Kunde kann die Datawarehouse Cloud kaufen und kann dann basierend auf seinem Datenvolumen, kann er dann quasi das erweitern und dazu kaufen, was er da benötigt. Ne? Und das ist natürlich schon eine große Stärke. Und die DESAG hat das natürlich
schon als Game Changer positioniert für den Markt und gesagt hat, jetzt endlich wissen wir auch, wie ein Kunde, selbst wenn er auf dem BW4 jetzt on-premise weitergeht, er hat sich nichts verbaut, er kann von dem BW4 dann über diese Bridge auch in die Data House Cloud. Also er kommt von allen Ebenen, wo er quasi ist, kann er quasi weiter dann später in die Data House Cloud reingehen. Also das heißt, die BW Bridge wird als integraler Bestandteil der Data Warehouse Cloud mit ausgeliefert, oder? Genau, richtig, ja. Und okay. Jetzt auf der TechEd haben wir es ja auch announced. Und, ich denke, das wird für viele Kunden, die eine SAP-Strategie haben, relevant sein. Ja, das wird von größter Bedeutung sein, das denke ich auch. Ja. Einbeziehung von Partnern. Noch eine Frage an dich, Hagen. In der Vergangenheit war die Einbeziehung von Partnern, wir hatten es schon mal ganz kurz heute Abend, sowohl in die Entwicklung als Feedbackgeber. Wir haben die Einbeziehung von Partnern bei der Implementierung. Ja. Wie ist da die Zusammenhalt im Data Warehouse Cloud? Ist es ähnlich oder? Ich würde sagen, erstmal sehr gut. Deswegen sind wir auch heute hier. Nee, und also definitiv, ja. Ich meine, das ist ja, das gilt jetzt für unseren Bereich als solchen, aber ich denke auch für die SAP allgemein. Partner spielen da eine super große Rolle, ja. Auch quasi die Szenarien dann im Endeffekt beim Kunden erfolgreich vorzuschlagen, zu planen, zu implementieren, zu unterstützen. Und in dem Data Warehousing-Bereich konkret oder vielleicht auch, sage ich mal, Database und Analytics ein bisschen übergreifender, sind wir schon in diesen klassischen Kategorien unterwegs, unter denen ich jetzt mal nennen würde, so Resales, Implementation, Advisory Business und da einer sehr engen Zusammenarbeit mit Partnern, die wirklich absolut Schlüssel zum Erfolg da auch am Ende sind, wo wir jetzt auch aus dem Produktteam sehr, sehr eng zusammenarbeiten, in Zusammenarbeit natürlich immer mit der globalen Partnerorganisation, aber da dann Enablement-Sessions machen, regelmäßige Formate, Austauschformate, was, denke ich, sehr wertvoll ist für die Partner, ja. Aber auch für uns natürlich, auch als so ein bisschen Inbound-Kanal fürs Produktmanagement, um dieses Feedback wieder zurückgespielt zu bekommen. Und wir sehen halt auch, dass Partner eigentlich bei all diesen Cases, die jetzt Mo genannt hat, natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Kundensituationen und auch insbesondere in der Anwendung solcher neuen Features wie jetzt der BW Bridge immer führend mit dabei sind und das ist uns halt super wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir auch so ein Stück weit noch andere Themen, die ein bisschen drüber hinausgehen. Also wir hatten ja auch den Punkt angesprochen, so Business Content schon mal so leicht angestoßen oder Data Marketplace. Und da sind wir ja in einem Bereich, wo wir auch der Meinung sind, dass wir nicht nur eine blanke Plattform ausliefern möchten, sondern es durchaus Sinn macht, diesen reichhaltigen Business Content on top aufzubauen oder auch externe Datenprodukte zu integrieren. Und dementsprechend arbeiten wir da auch sehr eng mit Partnern zusammen. Mhm. Business Content heißt konkret, ich habe im Prinzip einen Industrie- oder Fachbereich-spezifischen Use Case, den ich aber jetzt nicht nur für eine Kundensituation implementiere, sondern den ich eigentlich standardisiere, paketiere. Und damit dann in diesem Paket drin habe, eine Beschreibung, welche Daten muss ich aus welchem Quellsystem beziehen, wie bringe ich die denn zusammen, bis hin zu einem beispielhaften Report. Und das wird wahrscheinlich nicht 100% passgenau sein für die individuellen Anforderungen, die man sieht, aber es ist so ein Blueprint, man kann damit praktisch sehr schnell starten und dann auch davon ausgehend auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und da entwickeln wir natürlich selbst als SAP in bestimmten Bereichen, ja, wie man sich vorstellen kann, aber denken eben auch oder sind auch der Überzeugung, dass ja Partner da eine sehr viel tiefere Expertise zum Teil haben, auch in Nischenbereichen, Industrie, Line of Business spezifisch. Und dementsprechend arbeiten wir da auch sehr eng zusammen, wie eben auch mit der IB Solution. Ihr habt ja auch schon das, ich glaube, Sales Analysis Cockpit bei uns. Das Sales Analysis Cockpit, genau. Genau, ja. als Content Package oder was wir später, was ich in der Agenda gesehen habe, ja noch hören werden, auch von McKinsey bzw. Orpheus, wo wir auch in der Partnerschaft momentan im Procurement Analytics. Ja, auch im EAC-Programm zur Bridge sind wir auch dabei. Genau. Und ansonsten ja Datenprovider, ne, das wäre noch das letzte Thema, ist natürlich jetzt auch super relevant für diesen Datenmarktplatz. Ich meine, Datenmarktplatz, wo ich einfach externe Datenprodukte integrieren kann, ist erstmal für uns natürlich jetzt die technische Herausforderung. Wie stellt man das möglichst gut dar als Capability direkt aus dem Produkt raus? Aber wir wissen alle, ein Marktplatz ist nur so gut wie auch die Produkte, die darauf angeboten werden oder die Anbieter, die sich dort tummeln. Wenn der leer ist, dann wird er auch nicht frequentiert werden. Und da haben wir dann auch über 3000 Datenprodukte vom Start schon dabei, praktisch bei dem Marktplatz. Und das sind halt jetzt so ganz neue Partnerschaften auch, die wir jetzt aus dem Produkt auch raus unterstützen. Ja, vielleicht um das noch zu sagen, Partnerschaften für mich in meinem Bereich sehr wichtig.
vor allem, ihr seid ja auch beim Kunden, ihr seht neue Use Cases und sagt, macht das dann als Best Practice. Und wir haben natürlich unseren Standard-Content, den wir aus dem S4, aus dem BW liefern, aber es gibt immer dann wieder weiteren Content, neue Szenarien, gerade wenn man SAP und Non-SAP-Daten zusammenbringt. Das sind die interessanten Use Cases. Vielleicht auch noch zum Thema Partnerschaften, Loren. Wir haben ja auch Partnerschaften, sage ich mal, auf der Integrationsseite. Ne? Wir wissen ja, dass auch Kunden andere ETL-Tools einsetzen und wir haben damit Precog mit Adverity und mit anderen Partnerschaften geschlossen, die vielleicht auch noch so ganz spezielle Datenquellen anbinden aus dem Marketingbereich oder andere Lösungen, wo wir haben zwar über 170 Datenquellen, aber es gibt so viele andere, sagen wir mal, kleinere Datenquellen, wo sich ETL-Anbieter tummeln und auch diese Partnerschaften haben wir geschlossen und haben die in die Data aus Cloud quasi als Teil mit reingenommen, als Connectivity und wie gesagt, Precog, Adverity und andere, die können alle in die DWC reinschreiben. Das sind also neue Partnerschaften, die wir auch getroffen haben und für mich ganz spannend, wo wir jetzt den Data Marketplace entwickeln, werden wir nachher nochmal kurz hören, wenn ich über die Roadmap spreche, aber diese externen Data Provider, die verkaufen ja Daten. Und diese Partnerschaften, um jetzt quasi den Mehrwert zu zeigen, wir kommen von der SAP, wir kennen die Business-Prozesse und die wissen, wie sie die Daten sammeln, diese Daten zur Verfügung stellen, dass wir jetzt diese Partnerschaft quasi mit uns, und das sind teilweise auch Startup-Unternehmen, die ganz interessante aus unserem Startup-Programm Daten zur Verfügung stellen, das ist für mich total super zu sehen, weil diese Partner sind diejenigen, die sehr eng mit den Kunden verbunden sind, die Data Provider, die ganz spezifischen Bereich abdecken im Automotive-Bereich oder im Bereich Insurance. Und wenn wir die natürlich on board haben, wie wir das jetzt auch haben, das ist für uns eine ganz neue, ein neuer Ansatz, den wir bei der SAP jetzt fahren. Wir haben jetzt von euch gelernt, wie die SAP, wie es ausgeht mit der Data Warehouse-Strategie, wie geht es weiter. Wir haben sehr viel gelernt zur Data Warehouse Cloud, wie wir mit Partnern in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt nochmal auf den Punkt vom Anfang zurückkommen, dass ganz, ganz viele Kunden, wie gesagt, noch auf alten Releases BW 7.x stecken. Was ist eure Empfehlung für diese Kunden? Also ich würde auf jeden Fall würde ich mich mit der Data Warehouse Cloud beschäftigen. Ich würde mir ganz genau gucken, wie ich auch mittels der Bridge in die Data Warehouse Cloud rein investieren kann, wenn ich auf jeden Fall Cloud offen bin. Und wir haben ja auch gehört, dass wir über diesen hybriden Ansatz ja schrittweise einzelne Use Cases umsetzen kann. Also definitiv, wenn man Cloud offen ist, sollte man einzelne hybride Use Cases sich anschauen. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir über diesen federierten Ansatz auch ohne Datenreplikation relativ viel auch schon umsetzen können. Mhm. Das heißt also, ich muss nicht immer alles in die Cloud replizieren. Mhm. Also ich würde mich definitiv mit der Cloud beschäftigen. Es ist jetzt kein Zugzwang, ja, sage ich mal. Ja, also es ist klare Empfehlung von uns, sich mit DWC zu beschäftigen. Aber wir supporten ja weiterhin unsere, sagen wir mal, BW On-Premise-Kunden. Wir sind committed, wir haben unsere Wartung auch angepasst und so weiter. 2030 beziehungsweise genau. 2040. Ja, genau. Und das zeigt auch unser Commitment weiterhin. Natürlich spielt die Innovation in der Cloud, das wissen wir alle. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir den Kunden hier eine schrittweise Möglichkeit geben und eine offene Transparenz. Und das erwarten die Analysten von uns und das erwartet auch die DSAC und andere von uns. Letzte Frage an dich oder an euch beide. Roadmap. Mhm. Was können Kunden in den nächsten Jahren an großen Innovationen erwarten, wenn es um das Thema Data Warehouse Cloud geht? Ja, vielleicht nehme ich ein, zwei Punkte und kannst du auch nochmal ergänzen. Ja. Ich würde ein Thema ansprechen, das ist das Thema Datenkataloge. Das ist eins der Riesenthemen bei Kunden. Also viele Kunden haben Datenkataloge, SAP, Non-SAP, im Einsatz. Das heißt also, wir investieren sehr stark in diesen Bereich One Data Catalog, also ein Katalog für alle SAP-Lösungen. Das bedeutet für Analytics Cloud, Data Intelligence, Data Warehouse Cloud, dass wir einen Katalog-Service zur Verfügung stellen und die einzelnen Kataloglösungen, die ich schon in den Produkten habe, dass die miteinander sprechen können, dass sie sich miteinander austauschen, dass ich eine gewisse Lineage machen kann aus dem SAC-Bericht bis zu meiner Quelle. Das ist sehr wichtig. Ich habe natürlich verschiedene Ausprägungen in meinen Lösungen. Ich habe einen DWC-Katalog, der ist anders wie ein SAC-Katalog. Bei der SAC-Seite rede ich mehr von Reports und anderen Sachen. Auf der DWC-Seite habe ich eher so, dass ich meine KPIs pflegen will. Das heißt, One-Data-Katalog wird nächstes Jahr ein Riesenthema sein. Wir entwickeln das schon. Also es gibt auch schon interne Previews. Wird für Kunden ein Riesenvorteil sein, weil viele Kunden haben manchmal SAP, Non-SAP, On-Premise-Kataloge noch im Einsatz, externe Kataloge von anderen Firmen. Und gerade wenn man über Data Warehousing oder Data Management redet, ist das Thema Katalog auch immer ein Thema, weil über den Katalog
ist ja der erste Schritt eigentlich, wo der Fachbereich nach einer Information theoretisch suchen sollte, um dann in das Datenmodell zu gehen und schauen, wie kann ich das wiederverwenden. Ja? Das Thema One-Data-Katalog ist ein Riesenthema. Das zweitgrößte Thema wird sein, dass wir versuchen, das gesamte Portfolio mehr hintereinander zu integrieren. Ja, SAC näher an die DWC noch weiter ran. Wir werden in die Planung investieren, SAC-Planung mit DWC zusammen. Das heißt, Data Warehouse Cloud wird auch die Foundation für das SAC-Planning werden, dass ich also wirklich zurückschreiben kann von SAC-Planung in die DWC. Das ist ein Riesenthema. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie wir mehr und mehr Data Intelligence-Funktionalität in die Data Warehouse Cloud überführen können. Ja. Wir wissen alle, da gibt es einen kleinen Overlap. Ne? Ja. Ne? Es ist Data Intelligence ist jetzt ein Datenorchestrierungs-ETL-Tool, aber trotzdem habe ich dort Connectivity, ich habe hier Security, ich habe hier, ne? Da gibt es Überlappungen, wo wir das auch gesehen haben. Der erste Schritt war Data Flow, das nennt sich, das haben wir haben ETL-Funktionalität in die Data Cloud übernommen und nächstes Jahr werden wir sicherlich noch weitere Funktionalität von Data Intelligence integrieren, dass die Kunden quasi dann auch alles dann aus einer Hand haben und mehr quasi die Funktionalität von beiden Welten nutzen können. Vielleicht übergebe ich Data Marketplace nochmal zu dir. Also das dritte Thema wird natürlich Data Marketplace sein. Ja, Data Marketplace hatten wir schon kurz angesprochen. Ja. Also einfach diese In-App-Fähigkeit gerade im Beta und dann Anfang des Jahres generell verfügbar. Fähigkeit In-App direkt aus der Data Warehouse Cloud, Data Provider mir anzuschauen, nach Datenprodukten zu suchen von Daten, die interessant sein könnten. Und da gibt es ja reichhaltige Szenarien, die da möglich wären, ja, also sowas wie ich möchte Transparenz auf meine Lieferketten bekommen und irgendwie sehen, ja, was die Lieferketten vielleicht disrupten könnte, dafür brauche ich irgendwie externe Daten, ich möchte meine Kundensegmente besser verstehen, dafür brauche ich externe Daten und diese Projekte gerade zu treiben, ist ja relativ kompliziert, nicht weil es an der, sagen wir mal, mangelhaften Verfügbarkeit irgendwie von Datenprodukten läge, sondern weil diese Integration wirklich keine einfache ist. Ne? Und das automatisieren wir, beziehungsweise machen wir sehr viel einfacher mit diesem Data Marketplace, wo man es einfach wirklich integrieren kann. Und das ist eben auch einer der großen Investitionsbereiche. Ansonsten hast du ja schon relativ viel gesagt, Mo, zu den ganzen Themen, die so ein bisschen cross oder, sagen wir mal, so portfolio-weit sind, vielleicht noch innerhalb der Data Warehouse Cloud, also Marketplace ist ein großes Thema. Die Bridge ist ja jetzt da, aber wird natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Also wenn wir auch gerade an das Migrationstool denken, was Anfang des Jahres kommen wird, dann sukzessive downportiert wird noch, für um eben weitere Releases dann auch abzudecken damit. Und auch innerhalb der DWC selbst haben wir dann unterschiedlichste Themen. Also wenn ich mal Modeling-Bereich zum Beispiel anschaue, natürlich sowieso eine Weiterentwicklung, aber auch als ganz neues Thema dann das Thema Top-Down-Modeling, was ja auch wieder ein spannendes ist in dem ganzen Thema Self-Service. Wie kann ich als Business-User, wenn vielleicht noch gar keine zugrunde liegenden Artefakte da sind, mal meine Requirements eigentlich modellieren und ich lasse dann die IT später dagegen mappen und die Daten entsprechend laden, so das wäre da ein Bereich. Oder halt auch ja, Themen, die vielleicht nicht so interessant zu berichten sind, aber uns natürlich trotzdem beschäftigen, sehr fundamentale Themen. Ja, wie können wir noch elastischer werden? Wie können wir das Scaling verbessern und mehr automatisieren, up und down in beide Richtungen? Und solche Themen, die wir da eben angehen. Ja, definitiv. Also es kommt sehr viel, die Roadmap ist voll mit Innovation. Und aber natürlich konzentrieren wir uns auf die Sachen, die wir über unsere User Group und so weiter bekommen als Prioritäten und über Bestandskunden natürlich. Und das priorisieren wir natürlich aus dem Product Management Bereich. Ja. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für die wirklich super Einblicke übergebe zurück an dich, Uwe. Ja, Dank. Vielen, vielen, vielen Dank, Mo, Hagen und Lothar. Sehr, sehr spannender Vortrag. Wer sich jetzt auf den nächsten Cocktail schon freut, muss sich leider noch mal ein bisschen vertrösten. Wir haben noch einen Vortrag bis dahin. Wenn es im Hintergrund kleppert, ich habe jetzt eigentlich die Aufgabe, hier ein bisschen Zeit zu schinden, damit ein bisschen Umbau im Hintergrund stattfinden kann. Dachte mir, vielleicht erzähle ich ein paar schlechte Witze, lasse ich lieber, wird nicht gut gehen. Sondern gehe eher wieder nochmal auf den Vortrag zurück und mag ein paar Kernbotschaften einfach nochmal aufarbeiten. Was bei mir gut angekommen ist, sind eben einfach die Strategie, wenn ich an die Data Warehouse Cloud denke, offen für neue Datenprovider, offen für die Fachbereiche. Und Mo hat den entscheidenden Satz gesagt, für mich, der ist, glaube ich, sehr, sehr relevant. Wie bekomme ich die Daten näher an das Business? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir mit der Data Warehouse Cloud haben werden, beziehungsweise eine Möglichkeit für Kunden, einfach dort über einfachere Modellierungstools die Möglichkeiten, die das ganze BW-System, das Enterprise Data Warehousing hat, näher an den Fachbereich ranzukommen, den Fachbereich dazu enablen, sich diese Reports und Eigenbedarfe eigentlich selbst zusammenzubringen.
Und nichtsdestotrotz bietet es natürlich die Baby Bridge mit ihren Möglichkeiten eine absolute Zukunftssicherheit, eine Investitionssicherheit in die neue Welt des Data Warehousings. Also ganz, ganz spannend. Und wer zum Thema BB Bridge vielleicht noch ein paar mehr Infos haben will, ein kleiner Werbeblock sei uns gestattet. Wenn Sie bei uns auf die Webseite gehen, auf unserem Blog, dort haben wir schon einen Beitrag dazu veröffentlicht und haben auch ein White Paper dort liegen, mit den, das hoffentlich die 10 wichtigsten Fragen zur BB Bridge auch beantwortet. Gut. Wollen wir weiter in unserem Programm? Ich freue mich auf den nächsten Vortrag, weil ich glaube, dieser Satz von Mo, die Daten näher an den Fachbereich ranbringen, bringt uns genau zum nächsten Punkt. Deswegen sagen wir, haben über Enterprise Data Warehouse gesprochen, haben viel über Backend gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über das Frontend. Was erwartet die Kunden dort eigentlich? Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir den Matthias Krämer hier haben mit uns. Matthias ist Vice President und Head of SAP HANA Database and Analytics Planning, ist seit 2017 bei der SAP. Und hat dort das Ziel, die SAP Analytics Cloud Planning zur größten Cloud Planning Lösung auszubauen. Das so zumindest, wenn man seine Social Media Profile beobachtet, da steht das. Und wir sind gespannt, wie er uns die Reise dorthin auch erklären wird. Das Gespräch zusammenführt er mit Loren Heilig, einem unserer Geschäftsführer, auch seit, weiß ich, gefühlt ganz, ganz vielen Jahren in der BI-Beratung schon tätig, ursprünglich auch mal von der SAP gekommen. Hat vor 18 Jahren sich mit zwei Kollegen selbstständig gemacht, die IB Solution gegründet. Und ja, freue mich auf die tollen Erkenntnisse, die wir aus dem nächsten Gespräch erhalten werden. Loren, eure Bühne. Ja, auch von meiner Seite aus einen herzlichen, schönen guten Abend. Wir haben jetzt einen ganz spannenden Teil. Matthias, ich freue mich, dass du da bist. Ich auch, ja. Wir wollen eintauchen in das Frontend. Wir haben gerade von unseren Vorrednern gehört, die SAP wird fachbereichstauglicher. Und ich denke, das Flagship-Produkt der SAP in dem Umfeld ist absolute Analytics Cloud, SAP Analytics Cloud, seit 6 Jahren am Markt. Wir haben damals so eins der ersten Projekte gemacht, Ende 2015. War damals ein ganz frisches Produkt, aber mich hat von Anfang an dieses Produkt begeistert, vor allen Dingen dieser ganz andere Approach mit Stories, User anzugehen. Jetzt haben wir sehr viele vor dem Bildschirm und ich würde dich einfach bitten, uns mal mitzunehmen, Analytics Cloud, was ist da alles drin, welche Funktionen gibt es und wie adressiert ihr, mit welchen, sage ich mal, ja, Methoden adressiert ihr denn den Fachbereich? Ja, das mache ich gerne. Danke für die Einladung, Loren. Ich habe es gerne warm und selbst der virtuelle Bildschirm hier wärmt so ein bisschen das Kaminfeuer. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, was ist die SAP Analytics Cloud? Das ist quasi unser Produkt, in dem wir drei Bereiche versuchen zusammenzubringen und diese dann an den Endanwender zu bringen. Das ist zum einen das klassische Reporting, Dashboarding, Storytelling, aus den Daten quasi Mehrwerte aufzuzeigen. Dann haben wir eine starke Komponente, die nennt sich Predictive. Kommen wir, glaube ich, im Detail nochmal dazu. Und dann natürlich ganz, ganz stark die Planung. Und diese drei Bereiche kommen wirklich in dieser SAP Analytics Cloud zusammen. Das ist, denke ich, sehr, sehr einmalig, weil das in der klassischen Denke drei verschiedene Bereiche sind, die unter Umständen auch drei verschiedene Projekttypen ansprechen. Wir versuchen, das hier zusammenzubringen. Diese drei Bereiche können in verschiedenen Frontends dann von Endanwendern konsumiert werden. Wir haben da einmal quasi unseren Webbrowser, der über Stories entsprechend so eine Data Storytelling versucht aufzubauen. Dann haben wir den Analytics Designer, mit dem wir sehr, sehr genau auch kundenspezifische Anforderungen umsetzen können, bis hin auf Event Catch und Buttons, die wir brauchen, um das entsprechend zu customizen. Und dann haben wir, um den Endanwender in der Planung auch anzusprechen, natürlich eine sehr, sehr starke Excel-Integration. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also wir haben natürlich auch eine sehr, sehr große Planungsbasis. Die SAP war immer sehr stark in der Finanzplanung natürlich, generell auch vom ERP-System her. Diese Benutzer oder die Nutzer, die sind in Excel zu Hause und die muss man natürlich genauso auch ansprechen. Darüber hinaus gibt es natürlich Mobile-Verbindungen, iPad. Und wir haben eine sehr, sehr starke Connectivity in die Vorsysteme der SAP.
ob das jetzt das S4 ist, ob das ein SuccessFactors ist, ob das BW ist, ob das Data Warehouse Cloud ist, was wir gerade von Mo und Hagen gehört haben, auch da sind wir verbunden und das alles zusammen, das ist die SAP Analytics Cloud. Also ein sehr umfassendes Produkt und sehr spannend zu hören, dass auch Excel noch eine Rolle spielt. Vielleicht hat es gar nicht jeder so auf dem Radar, wenn er Analytics Cloud hört. Vielleicht ja, bestimmt nicht, ja, ganz gewiss. Also klar, der Schwerpunkt ist ganz klar, wir wollen in die Cloud. Viele Kunden, mit denen ich zu tun habe, viele Projekte, die gehen jetzt auch gerade in der Planung, in der Finanzplanung raus aus Excel, um quasi das Deployment auch zu vereinfachen, über die Cloud die Software entsprechend dann zu beziehen. Aber wir haben natürlich immer noch die Power-User, die weiterhin gerne in Excel ihre Erweiterungen durchführen wollen. Und wir haben seit gut 1,5 Jahren quasi ein neues Add-in für Excel, für die Plattform Microsoft 365. Mhm. Und dort haben wir quasi nochmal neu angefangen, auf dieser neuen Plattform quasi ein Excel-Add-in zu erstellen, das sich auch über die Cloud deployt. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Man braucht dieses Excel-Add-in, diese Erweiterung nicht zu installieren, aha, was immer sehr, sehr anstrengend war, wenn man auch Analysis for Office kennt, was auch verbunden ist mit der SAP Analytics Cloud. Aber dieses neue Add-in-Konzept kommt eben über die Cloud, über einen App-Store auf die PCs der Nutzer. Also ein sehr spannendes Thema, das es auf jeden Fall gilt, zu beobachten. Zu beobachten. Also du hattest ja die drei Funktionen dargestellt, Analytics, Planung, glaube ich, die zwei Klassiker, wo genau eine SAP auch unheimlich stark ist. Gerade Planung ist ja, glaube ich, bei sehr, sehr vielen großen Unternehmen exzessiv genutzt mit SAP-Werkzeugen. So ein Bereich, den du angesprochen hast, den ich aber sehr spannend finde, ist das Thema Predictive. Weil ich da auch persönlich die Erfahrung gemacht habe, es ist immer sehr spannend, bei den Kunden das zu hören, aber so diese Nutzung von Predictive-Szenarien, gerade jetzt im klassischen Controlling, ist doch eher nicht so stark ausgeprägt. Aber nimm uns doch mal mit, was bietet denn die SAC im Bereich Predictive und was sind vielleicht auch Kundencases, wo du sagst, das kann sich jeder mal anschauen. Genau, also wir haben mehrere Produkte im Bereich Predictive. Das ist auch quasi Teil der Business Technology Plattform. Dort haben wir auch quasi sehr, sehr, Data Scientist-spezifische Predictive-Funktionen. In der SAC haben wir das quasi verbaut. Das ist quasi unter der Motorhaube. Wir haben dort Predictive-Funktionen, die sofort von jedem Nutzer, ob er jetzt einen Report sich anschaut, ob er in einem Planungs-Use-Case ist, anwenden kann, ohne dass ich dazu irgendeinen Algorithmus schreiben muss. Ich kann sofort quasi zum Beispiel bei einem Liniendiagramm sagen, predikte mir doch mal die nächsten 6 Monate oder die nächsten 4, 5 Quartale. Das geht quasi mehr oder weniger out of the box. Ohne dass ich irgendwas, ohne dass sie da irgendwas dazu kaufen, dazu schalten. Genau, das ist quasi im Produkt drin. Das war eine Akquisition, die wir getätigt haben vor mehreren Jahren in Frankreich. Das Produkt KXC, das ist dort quasi verbaut worden. Okay. So. Jetzt gibt es natürlich die Berührungsängste, gerade in der Planung. Ja, also wenn ich Controller bin, dann habe ich ein Bauchgefühl und ich weiß, wie sich der Markt vielleicht entwickelt und ich möchte da das gerne weiterhin manuell machen. Was wir aber sehen in der Finanzplanung gerade, dass wir stark automatisieren. Man muss schneller werden, man muss Geschwindigkeit bekommen. Das bekommt man über Automation. Und wie bekommt man das jetzt hin in der Planung, indem man quasi prädiktive Funktionen benutzt? Und ein schöner Use Case, den wir haben, ist die Firma Roche aus Basel, die mittlerweile über die SAC quasi einen 4 Milliarden Forecast komplett automatisch berechnen lässt über die SAC. Und dieser 4 Milliarden Forecast, der wird mittlerweile in 2 Stunden ist er verfügbar in einer neuen Version. Und in der Vergangenheit hat Roche dafür mehrere Wochen gebraucht und über 30 Controller, die quasi diese Daten eingesammelt haben und berechnet haben. Wenn man sich das mal vorstellt, von mehreren Wochen runter auf 2 Stunden, dann ist das eine Riesenautomation, eine Riesenagilität, die Roche damit bekommt. Und die waren auch skeptisch am Anfang. Ja, also können wir da jetzt quasi einem Automat, können wir der SAP vertrauen, da jetzt unseren Forecast auszurechnen? Und die haben natürlich intern erstmal gegengeprüft. Also die haben quasi ihren Forecast genutzt, die haben mehrere Predictive Forecasts aus der SAP verwendet und haben dann die Ergebnisse verglichen. Und die Abweichung, die war
aber eigentlich immer dann, wenn man die Information braucht, auf die bestmögliche Information zurückgreifen kann und eben nicht einen längeren Loop hat. Genau, und das ist ja auch eine Möglichkeit, die das System einfach bietet, die SAC bietet. Natürlich habe ich, da ich ja immer wieder auch quasi die Planungsfunktion nutzen kann, jederzeit die Möglichkeit, den Forecast oder die Prädiktion zu überschreiben. Ja, also da habe ich ja immer noch die Freiheit, dann damit entsprechend loszugehen. Also unheimlich, unheimlich spannend. Du hattest es vorhin ganz kurz angedeutet, aber das ist auch ein Themenfeld, der aus meiner Sicht noch nicht so richtig bekannt ist. Vielleicht mal so als einführende Worte. Mhm. Kunden, die mit einer SAC in Berührung sind, waren davor mit einem BW in Berührung und haben dort mit einem BW klassisch BEX Analyzer genutzt, die BO-Produkte genutzt. Jetzt kommt eine SAC, aber zumindest in unserer Beratungswahrnehmung, eine SAC kann wesentlich mehr als nur ein Frontend sein für ein Data Warehouse. Eine SAC kann viel stärker auch das operative Reporting in den operativen Systemen viel besser ersetzen, viel besser abbilden. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte sagen, wie denn jetzt mit dem SAP-Portfolio und SAC, wo da Zusammenspielmöglichkeiten sind und wie vielleicht Kunden da auch starten können. Ja, das ist ein guter Punkt. Da können wir auch als SAP besser werden, glaube ich, weil du sagst, das ist noch nicht wirklich bekannt. Also die SAC wird ja bei uns auch integriert in jede unserer Applikationen, die wir ausliefern. Und die SAC ist zum Beispiel das Reporting-Frontend oder das Analytics-Frontend für S4. Es ist in S4 verbaut, es ist in SuccessFactors verbaut, es wird jetzt in Concur und Ariba verfügbar gemacht, es ist auch in Data Warehouse Cloud verbaut. Also quasi mit jedem Data Warehouse Cloud bekomme ich quasi eine integrierte SAC für die Analyse und für das Reporting. Und da machen wir, glaube ich, nicht, also wir könnten das viel aktiver noch vermarkten. Wenn jetzt ein Kunde mit S4 quasi Berichte, Dashboards aufbaut, dann laufen die über die SAC. Dann hat er quasi schon die erste Berührung mit SAC, obwohl wir das so gar nicht vermarkten. Das ist einfach mit dabei. Und das Schöne ist, das kommt kostenfrei. Das ist quasi in dem S4-Package dabei, im SuccessFactors-Package dabei. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Das Nächste, was ich denke, wo wir sehr, sehr stark sind, ist die Verbindung auch in unsere On-Prem-Systeme. Ich weiß nicht, ob das überall bekannt ist. Also wir haben ja Konnektoren zu HANA, eben zu S4 On-Prem, zu BW On-Prem. Das heißt, wir können uns auch da live verbinden und das Schöne ist dann, die Applikation wird quasi über die Cloud zur Verfügung gestellt, wird über die Cloud auch dann geladen, aber die Verbindung auf das On-Prem-System, das findet in der Firewall oder in dem Netzwerk des Kunden statt. Mhm. Das heißt, die Daten verlassen nicht das Netzwerk. Und das ist ja auch ein großer Vorteil, den kein anderer Anbieter so bieten kann. Ja, dass wir quasi aus der Cloud quasi die Software bereitstellen, die Daten aber das Unternehmen nicht verlassen. Ich denke, das ist auch nochmal eine sehr gute Überleitung, nämlich genau die Föderation der Daten, dass ich eben nicht die Daten an einen Cloud-Provider geben muss, der vielleicht gar nicht DSGVO-konform die Daten ablegt, genau. Dass ich dort wirklich ganz anders modellieren kann. Wie erlebt ihr denn das? Habt ihr noch viele Diskussionen mit dem ganzen Thema Cloud und wird da noch richtig reingebohrt oder wie sind die Kunden dort momentan? Nein, also wenn ich das vergleiche noch mit drei, vier Jahren, würde ich sagen, da war das immer noch ein Thema, oh, Cloud, ist das denn sicher? Jetzt auch gerade Finanzplanung. Ja, soll ich meine Controlling, meine Finanzdaten, meinen Forecast, da steckt ja auch ein Wert drin für das Unternehmen, strategische Planung, soll ich die in die Cloud legen? Da waren Fragen über, ist das denn sicher? Ja, kann ich euch da vertrauen? Die waren immer an oberster Stelle. Mittlerweile höre ich die überhaupt nicht mehr. Ja, also es wird einfach davon ausgegangen, es ist einfach sicher, was wir da machen. Und natürlich gibt es Unternehmen, die haben nochmal erhöhte Sicherheitsstandards, aber wir bieten jetzt auch Bring-Your-Own-Key-Konzepte. Okay. Ja, also man hat seinen eigenen Schlüssel. Aha. Und den können wir quasi auf unserer HANA-Infrastruktur quasi installieren. Und die SAC ist ja, basiert ja auf HANA und somit kann der Kunde quasi die Daten in der Cloud mit seinem Secret Key quasi verschlüsseln. Genau. Und selbst wenn wir da rankämen, was wir nicht machen, aber selbst wenn wir da reinschauen wollten oder irgendwer, dann sind die verschlüsselt an dieser Stelle und man kann damit überhaupt keine Rückschlüsse mehr ziehen. Also das Thema ist wirklich vom Tisch, würde ich sagen. Die Kunden fragen, ja,
geht es denn noch nicht in der Cloud? Können wir diesen diesen Prozess nicht schon jetzt in die Cloud legen? Das können wir natürlich, also da ist ein unglaublicher Pull-Effekt eher entstanden. Also ich denke auch, SAP vielleicht auch getrieben wie als deutsches Unternehmen, hat er einfach viel sich Gedanken zum Thema Security gemacht. Wir sind gerade bei einem größeren Kunden oder bei einem großen Kunden mit der SAC unterwegs, haben dort mehrere tausend User drauf und haben auch sehr strenge Anforderungen, was Data Governance angeht und können die alle mit der SAC abbilden. Also das Produkt ist wirklich jetzt auch im sechsten Jahr aus der Beratungsperspektive ein absolut reifes Produkt, das noch an der einen oder anderen Stelle in der Bekanntheit steigern kann. Aber ich denke, da arbeiten wir ja. Also es ist wirklich, wir haben sehr viel geleistet in den letzten Jahren. Das sehen wir auch an den Kundenzahlen. Es ist ein sehr, sehr stark wachsendes Produkt, gerade auch in der Finanzplanung. Also da sind wir auch jetzt, was Kunden, die jetzt aus ihrer alten aus der BPC-Welt, aus der On-Prem-Welt, so muss ich sagen, ja, entsprechend ihre Planungsprozesse auch nochmal anschauen. Und wir sehen das jetzt auch gerade über die letzten 1,5 Jahre mit der Covid-Krise, ja, dass nochmal eher vermehrt sogar in die Finanzplanung investiert wird. Und dann schaut man sich halt, was gibt es an Cloud-Produkten in der SAP-Welt, was macht die SAC dafür? Ja, wir sind connected auch mit S4, also wir können technisch gesprochen die ACDoc A, ACDoc P verstehen wir. Wir sind dort entsprechend angebunden und können die Daten dann entsprechend sofort in die SAC überführen. Auch so ein Wettbewerbsvorteil, den wenige nicht kennen oder viele nicht kennen, dass es diese zentralen Tabellen gibt im S4-System, das Leben leichter machen. Ja, vielleicht zum Abschluss ein Ausblick in die Roadmap. Unsere Zuschauer zu Hause sind ja ganz gespannt, was denn in den nächsten 12, 18 Monaten kommt. SAC Roadmap war ja immer voll mit Features, vieles ist da. Aber gib uns doch nochmal einen Ausblick, was sind so für dich persönlich die Highlights, wo freust du dich drauf, was kommt? Genau, also ein großer Aspekt und das hatten wir im Vor-Session mit dem Mo auch schon gesehen, also wir werden uns sehr, sehr tief in die DWC integrieren. Da sehen wir sehr, sehr große Mehrwerte. DWC als quasi klassisches Data Warehouse in der Cloud, als Semantic Layer. Dort wollen wir die SAC-Planung noch tiefer integrieren, sodass wir auch alle tollen Möglichkeiten der DWC in der SAC sofort in der Planung nutzen können. Das ist ein großer Baustein, den wir angehen, diese Integration. Und dann gibt es eben einfach tolle neue Innovationen. Wir haben ein Feature, was jetzt in Q1 freigeschaltet wird, das nennen wir Fluid Data Entry. Ich sagte, glaube ich, am Anfang, dass viele unserer Planer aus Excel kommen, diese Excel-Prozesse aber in die Cloud transferieren. Aha. Aus vielen, vielen Gründen, auch wieder aus Geschwindigkeit. Aber da diese User aus Excel kommen, wollen sie quasi die Geschwindigkeit von Excel auch in der Cloud. Und dieses Fluid Data Entry hat Reaktionszeiten von unter 0,5 Sekunden, sodass quasi jede Dateneingabe sofort das System wieder in den nächsten Eingabemodus schaltet. Das haben wir mit dem Kunden BMW entwickelt. Tolle Funktion, da freue ich mich sehr drauf. Okay. Als ein kleiner Baustein. Das heißt, die zwei Stunden werden dann noch schneller durch Fluid Data Entry. Ja, das macht jetzt die Predictive Engine, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr angenehm für die Endanwender damit zu arbeiten. Okay. Ein weiterer großer Bestandteil, wir haben große Kunden, wir haben große, komplexe Use Cases, die wir mit der SAC machen. Performance ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir haben sehr viel investiert in Performance und da wird es jetzt in... Gerade letzte Woche war Update, QLC4, da kam der erste Batch und im Q1 werden wir dann nochmal ein großes Update machen, was die Design Time angeht, also dass wir auch auf der Performance-Seite entsprechend nachlegen können. Das wären jetzt mal so meine drei. Das sind deine Highlights. Dann freuen wir uns auf die Highlights, Fluid Data Entry, das merke ich mir, weil die Kunden, obwohl Excel ein sehr altes Produkt ist, ist es doch halt mit allem, was dazugehört, Controllers liebstes Kind. Absolut, ja. Aber wie wir gelernt haben. Und die SAC. Und die SAC wird jetzt durch die Planung und das Predictive vielleicht sein neues liebstes Kind. Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Insights und wir geben wieder zurück zur Moderation. Ja, vielen Dank, Matthias und Loren. Sehr, sehr spannende Themen. Ich als Marketingmensch muss an der Stelle, glaube ich, auch mal eine Lanze für die SAC brechen. Ich habe mir die vor ein paar Jahren das erste Mal intern zeigen lassen.
Und muss sagen, war damals auch schon begeistert, wo ich sage, ist das noch SAP? Irgendwie ist das cool, irgendwie kann ich als Marketingmann damit arbeiten. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Message und auch vielleicht auch nach draußen datengetrieben ist längst angekommen im Marketing. Und wer es nicht schon gemacht hat, ich würde wirklich mal empfehlen, SAC, diese ganze Planning und Reporting nicht ausschließlich im Finanzbereich zu betrachten, sondern andere Fachbereiche mal mit einzubeziehen und dort in agilen Projekten einfach mal Sachen ausprobieren. Das tun wir intern auch. Bin mit einem Berater zugange, wo wir ein Marketing-Dashboard das Ziel haben aufzubauen, sowohl Reporting als auch Planung. Und wir gehen dort agil voran. Wir binden nach und nach Datenquellen an und das ist eine Sache, die super funktioniert. Also vielleicht eine kleine Anregung, da mal den Scope etwas weiter zu fassen. Aber nach all den Vorträgen muss ich sagen, tolle, tolle Inhalte, haben wir uns, glaube ich, wieder eine Pause verdient. Und in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß bei unserer Cocktailshow und dem zweiten Cocktail des heutigen Abends. Bis gleich in 10 Minuten. Um 20.35 Uhr sehen wir uns wieder. Danke. Ja, wunderbar. Dann sage ich schon mal herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Es wird auf jeden Fall Zeit für unseren zweiten Cocktail. Ich hoffe, der erste hat euch soweit ganz gut geschmeckt. Als zweites gehen wir jetzt her und müssen natürlich auch ein bisschen shaken. Das ist ja ganz wichtig. Dafür haben wir euch ein paar schöne Marmeladengläser mitgeschickt, mit Deckel zusammen. Die brauchen wir jetzt mal, auf jeden Fall. Ich mache es wieder wie vorhin. Einmal hier die alkoholische Seite und die alkoholfreie Seite. Wir haben hier bei den Drinks so eine kleine, ein paar Eigenkreationen euch mit nach Hause geschickt, um euch mal zu zeigen, was denn da so Schönes möglich ist überhaupt in unserer Cocktailwelt. Wie geht man vor, wenn man einen eigenen Cocktail kreieren möchte? Was muss man beachten? Was sollte man vielleicht lassen? Da ist es ganz wichtig, generell als erstes, wenn man einen Cocktail entwickelt, eine Basis zu haben. Das heißt, ich brauche etwas, auf das ich aufbauen kann. Ich habe dann zum Beispiel eine Spirituose, einen Likör, kann aber auch alkoholfreien Saft natürlich mal sein. Da muss ich wissen, was für Geschmacksaromen sind denn da drin? Und darauf kann ich dann aufbauen. Kann ich dann kreuzen, kann ich verstärken. Wie beim Kochen, sage ich mal. Und wir haben uns jetzt hier entschieden, auf der alkoholischen Seite als Basis für einen Appleton 12 Jahre gereiften Jamaika-Rum in Kombination mit einem Falernum. Der Appleton-Rum, Jamaika-Rum, ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr, sehr geschmacksintensiv ist. Also sehr, ja, intensiv, einfach, wenn man dran mal riecht, das ist schon rough. Aber das heißt nicht, dass da viel Alkohol drin ist. Da ist genauso viel Alkohol drin wie in jedem anderen Rum auch. Ist einfach nur vom Geschmack her. Das hat in der Herstellung so ein bisschen was mit zu tun, wie das Ganze produziert wird. Aber ach, ich liebe den Geruch. Falernum ist ein Rumlikör. Hier wird einfach ein Rum genommen, ein leichter Rum, mit Zucker versetzt und vielen verschiedenen Aromen noch dazu. Zum Beispiel Limettenschalen, Mandeln sind dabei, Ingwer, Kardamom. Also wir haben hier eine wirklich sehr, sehr intensive Geschmacksbombe kreiert. Und die dürft ihr in euer Marmeladenglas direkt mal reingießen. Ist auch schon im Vorfeld abgemessen. Wir haben 4 cl von einem Rum, 2 cl Falernum. Wenn ihr im Nachgang die Rezepte haben möchtet, meldet euch auch gerne bei uns. Schicke ich euch gerne auch nochmal alles durch. So, auf der alkoholfreien Seite haben wir ja vorher, wie ihr wisst, einen schönen Saft benutzt, den Maracuja-Saft. Da habt ihr noch die Hälfte von übrig. Wir nehmen nämlich alkoholfrei als Basis unseren Maracuja-Saft. So, da dürft ihr quasi die zweite halbe Flasche auch in unser Marmeladenglas geben. Voilà. So, wenn man jetzt die Basis hat, muss man natürlich wissen, was da so für Geschmacksnoten drin sind. Und dann geht man her und balanciert das Ganze aus. Kann man mit Süße, mit Säure, mit verschiedenen Verlängerungen, kann man so einen Drink dann ausbalancieren. Wenn es jetzt zur Wahl der Süße kommt, ist man relativ frei. Man kann einen normalen Zucker nehmen, weißen Zucker, schwarzen Zucker, Moscovado-Zucker, man kann Zuckersirup nehmen, man kann auch Liköre nehmen. Also bei der Wahl der Quelle der Süße ist man da wirklich sehr, sehr frei. Wir haben uns hier bei unserem alkoholischen Cocktail für eine Mix aus einem Butterscotch-Likör und auch aus einem Kakao-Likör
entschieden. Kakaolikör, wie der Name schon sagt, klar, Kakao. Butterscotch hat nichts zu tun mit dem Scotch Whisky in dem Sinne. Butterscotch kommt aus dem Amerikanischen, steht für eine Geschmacksrichtung und zwar so karamellig, vanillig. Erinnert einen so ein bisschen an die Werthers echte Bonbons von früher. Also wenn ihr hier auch mal dran schnuppert, kommen vielleicht so ein paar Erinnerungen hoch. Auch hier dürft ihr das komplette Fläschchen in unseren Drink reingießen. Alkoholfrei haben wir uns bei der Wahl der Süße für einen Mango-Sirup entschieden. Man kann so Sirups auch sehr einfach selbst herstellen. Klassischen Zuckersirup kann man herstellen, indem man einfach 1 Liter Wasser nimmt, 1 Kilo Zucker, den man überall zu kaufen kriegt, das Ganze aufkocht, solange bis der Zucker vermengt ist, voilà, Zuckersirup. Beim Mango-Sirup ist es ein bisschen schwieriger, weil die Mango ja eine gewisse Eigensüße hat. Ich muss also Mangos schälen, pürieren, in Wasser aufkochen und dann nach und nach Zucker dazugeben, solange bis der gewünschte Süßegrad eben erreicht ist. Kann man auf keinen Fall 1:1 machen, sonst wird es auf jeden Fall ein bisschen zu süß. Aber hier perfekt abgestimmt und hinein. Wunderschön. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten einen sehr, sehr süßen Drink. Wir brauchen natürlich so ein bisschen Säure noch, um das Ganze auszubalancieren. Bei der Wahl der Säure ist man so ein bisschen, ja, eingeschränkter, sage ich mal. Wir haben Limetten, wir haben Zitronen, wir haben Grapefruits, wobei ja Grapefruits schon auch so ein bisschen in die Richtung Süße gehen. Das heißt, wir begrenzen uns auf Limetten und Zitronen. Hier gibt es ein schönes Sprichwort, das besagt, what grows together, goes together. Wir haben Rum aus der Karibik, dort werden auch Limetten angebaut. Also haben wir uns hier auf der alkoholischen Seite für einen Limettensaft entschieden. Haben wir euch mitgeschickt, Lime Juice steht drauf, auch hier dürfte das ganze Fläschchen reinlernen. Auf der alkoholfreien Seite brauchen wir auch Limettensaft, aber wir haben ja noch von vorhin eine halbe Limette übrig. Die nehmen wir jetzt, zerteilen sie wieder in 2/4 und pressen sie in den alkoholfreien Drink rein. Wieso haben wir das jetzt auf der alkoholischen Seite nicht gemacht? Da war ja auch noch eine halbe Limette übrig. Ganz einfach, weil wir brauchen für diesen alkoholischen Drink exakt 1,5 cl Limettensaft. Wenn wir hier eine Limette auspressen, bei dem einen, je nachdem wie fest er presst, kommt 1 cl raus, beim anderen 2, beim anderen 1,5. Deswegen, wir brauchen hier die genaue Menge. Und hier haben wir auch die Schale mit reingeworfen. In der Schale sind nämlich die Bitterstoffe der Limette. Wenn wir jetzt shaken, kommen, lösen die sich. Das wollen wir absolut in diesem Drink, weil es passt perfekt. Bei dem alkoholischen Drink dürfen keine Bitterstoffe rein. Deswegen haben wir hier den Saft im Vorfeld schon abgemessen. So, jetzt haben wir auf der alkoholischen Seite einen relativ starken, süßen Drink. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen verlängern, damit das Ganze auch wirklich schön Volumen hat, schön Geschmack hat. Und da machen wir auch wieder Gebrauch von unserem schönen Sprichwort, what grows together goes together, Ananassaft. Den haben wir euch mitgeschickt. Auf der alkoholischen Seite einmal kräftig schütteln, raufhauen und dann die halbe Flasche Ananassaft ins Glas rein. Genau, 3/4 wird auch gehen, je nachdem, wie aromatisch man das möchte. Perfekt. So, jetzt sind die Drinks schon so gut wie fertig. Bei dem alkoholischen nehmen wir noch eine Prise Salz. Wir haben ja vorhin ein bisschen Salz auf unser Brett oder Teller oder wie auch immer. Wie beim Kochen einfach eine kleine Prise Salz rein. Also runde das Ganze perfekt ab. So, jetzt befüllen wir unsere Gläser mit Eis. Gerne voll machen. So, alkoholfrei. Und jetzt haben wir so einen kleinen Shaker-Ersatz. Wir haben euch nämlich einen Deckel mitgeschickt. War ein Eis, das ist da ist den Deckel einfach draufschrauben bei beiden Drinks. So, und jetzt nicht direkt losshaken. Immer drauf achten. Wenn ihr shakt, immer ganz gefährlich. Wenn man mit einer Hand einfach drauf losshakt, sehe ich oft an der Bar die Kollegen. Wird nass, wird rutschig, es rutscht aus der Hand und schießt den Bargast irgendwo ins Gesicht rein. Das sollte natürlich auf gar keinen Fall passieren. In eurem Fall ist wahrscheinlich kein Bargast vor euch, aber eventuell ein teurer Laptop oder ein Handy. Deswegen immer ganz wichtig. Auch wenn wir einen Drehverschluss haben hier, eine Hand oben, eine Hand unten. Und dann irgendwo hindrehen, wo nichts schief gehen kann. Selbst wenn es mal ausrutscht. Hier ist eine schwarze Wand, da kann gar nichts passieren. Und dann schöne große Bewegungen machen. Ganz wichtig auch, immer lächeln dabei. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr warum? Man sagt nämlich,
das Gesicht, das man beim Shaken macht, ist das gleiche Gesicht, das man beim Sex macht. Mit diesem Wissen dürft ihr gerne das nächste Mal in eine Bar gehen und schaut euch nochmal die witzigen Gesichter der Barkeeper an. Das ist auf jeden Fall großes Kino. So, zweiter Drink, oben, unten, große Bewegung und ein Lächeln. So, das sieht doch gut aus. Jetzt dürfen wir unser Deckel entfernen und sind fast fertig. Alkoholfrei haben wir euch noch ein schönes Ginger Ale mitgeschickt. Das dürft ihr jetzt öffnen und den Drink damit toppen, floaten sozusagen. Das haben wir nicht vorher schon in den Shaker rein, weil mit Kohlensäure wäre das uns um die Ohren geflogen. So, und zu guter Letzt habt ihr noch eine schöne Zuckerwatte bekommen. Die Zuckerwatte brauchen wir, weil unser Drink braucht dann eine kleine Frisur. Könnt ihr ein bisschen was rausnehmen und schön an den Drink oben drauf setzen. Alkoholisch wie alkoholfrei. Kleine schöne Frisur. Unser alkoholischer Drink ist nämlich unser Crumpy Trumpy. An die Frisur angelehnt. Alkoholfrei haben wir eine kleine Ipanema-Abwandlung gemacht. Und hier natürlich dürft ihr auf jeden Fall die Strohhalme verwenden, die wir euch mitgeschickt haben. Oder wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, den zu trinken. Und ja, in diesem Sinne, also jetzt habt ihr euren eigenen Cocktail kreiert. Ich denke, ihr seid auf jeden Fall in der Lage, das nächste Mal, wenn ihr Gäste daheim habt, jederzeit euren Drink zu präsentieren und zu mixen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, Cheers, ihr Lieben, auf euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen ganz schönen Abend. Und wie gesagt, wenn ihr die Rezepte haben wollt, meldet euch gerne jederzeit bei mir. Ich freue mich. Habt noch einen schönen Abend. Cheers. Willkommen zurück zum abschließenden Vortrag, Fachvortrag des heutigen Kaminabends für Data and Analytics der IB Solution GmbH. Orpheus and McKinsey Company hat mit ihrem Produkt Spend Control eine Procurement Analytics Lösung gebaut, die ab sofort auch auf SAP-Basis verfügbar ist, was wohl eine neue Geschichte ist. Hierfür haben wir Dr. Jörg Dietrich als Mitbegründer der Orpheus gewinnen können, der heute als Associate Partner bei McKinsey & Company arbeitet und uns Einblicke in diese Lösung geben wird, Einblicke in die Strategie der Lösung und warum beispielsweise heute diese Lösung auch auf SAP-Mitteln zur Verfügung steht, was vorher noch nicht der Fall war. Er wird diese Sachen zusammen diskutieren und besprechen mit unserem Geschäftsführer Loren Heilig, den ich Ihnen schon vorgestellt habe. Und ich freue mich auf wirklich einen spannenden Abschlussvortrag und übergebe das Wort an Loren und an Jörg. Dankeschön. Ja, willkommen zurück. Wir hoffen, dass der Cocktail Ihnen gemundet hat. Ja, letzter Vortrag für heute. Und nachdem wir sehr viel über Technologie gehört haben, über SAP-Produkte gehört haben, war es uns wichtig, war es mir wichtig, auch nochmal den Blick auf einen Anwender zu werfen. Also jemand, der tatsächlich mit diesen Produkten arbeitet und der auch ein sehr tiefes Marktverständnis hat. Und ich freue mich besonders, dass der Jörg Dietrich heute bei uns ist, der vor 16 Jahren die Firma Orpheus gegründet hat, die seit 2 Jahren zu McKinsey dazugehört. Da ich denke, da hören wir jetzt gleich einiges dazu. Aber viel spannender ist auch, was eure Lösung macht. Nämlich, ihr seid seit 16 Jahren auch mit einer Analytics-Lösung am Markt, aber nicht mit einem Softwareprodukt, das flexibel überall einsetzbar ist, sondern eine Softwarelösung, die wirklich passgenau maßgeschneidert Procurement Analytics macht. Und die Frage an dich, stell uns doch mal diese Lösung vor und erzähl uns doch mal ein paar Worte, Orpheus, und wie seid ihr zu McKinsey gekommen? Gerne. Ja, das ist durchaus eine spannende Geschichte. Ich fange vielleicht mal einfach historisch an. Wie du schon sagtest, es ist schon lange her, es ist vor 16 Jahren, die Firma gegründet. Wir hatten aber auch schon davor, ich war Manager beim großen Outsourcer, den man heute vielleicht nicht mehr so kennt, EDS, wurde dann von HP gekauft. Und man darf es gar nicht laut sagen, jetzt als McKinsey-Mitarbeiter, wir haben damals eine ganz enge Kooperation zur Etikani gehabt, die im Einkaufsbereich natürlich sehr bekannt war. Und für die haben wir analytische Unterstützung gemacht in Großprojekten bei großen Kunden.
Und daraus ist letztendlich der Nukleus entstanden der Lösung und auch die Anforderungen. Man hat sehr viel gelernt, wie gehe ich mit großen Datenmengen um, aber vor allem, wie tickt der strategische Einkauf? Das ist unser Kern, strategischer Einkauf, aber auch mit den Schnittstellen zur Finanz, zur Supply Chain, zum Engineering, sodass man also wirklich nicht nur einkäufliche Analysen machen kann, sondern auch ganz andere Analytiken, die weit darüber hinausgehen, aber aus dem Einkauf im Grunde genommen getrieben sind oder die ihn stark beeinflussen. Also das ist unser Geschäft seit vielen, vielen Jahren und inzwischen, seit Anfang 2020, gehören wir zu McKinsey und das ist vielleicht auch ganz interessant zur Einordnung. Wir sind Teil der sogenannten Operations Practice. Und die Operations Practice, muss man sich vorstellen, ist ungefähr ein Drittel des Gesamtgeschäfts von McKinsey, einem wirklichen Managementberater, für den natürlich auch dieses Thema Software relativ neu ist. Also es ist schon so, dass McKinsey sehr viele Data-Analysten hat, Data Science sehr stark macht, aber eben noch nicht wirklich professionelle analytische Software baut. Und dort sind wir im Grunde genommen der Startpunkt, um dort, da kommen wir später vielleicht ja noch dazu, verschiedene analytische Use Cases bei Kunden zu führen. Denn dafür ist ja McKinsey bekannt, diese großen Transformationsprojekte, große Kostenrestrukturierungsprojekte. Und die unterstützen wir natürlich mit unserer Lösung auch analytisch. Also das hat dann sowohl einen Anwendungsbereich für das einzelne Unternehmen, also die Software wird auch lizenziert, ganz normal, aber eben auch eingesetzt als Unterstützung für die Berater, die diese, wir nennen das Insights, diese Rückschlüsse, die dann die Datenanalytik bringt, nutzen, um Werte zu heben, sei es im schlimmsten Fall, sage ich immer, in Restrukturierungsprojekten, das haben wir nicht gern, aber auch in Wachstumsprojekten. Ja, also wenn man Wachstum ankurbeln will, denn das ist ja durchaus, wir sehen es ja jetzt, zum Beispiel in der Chipkrise, ist es durchaus ein Wachstumsthema, wenn wir beispielsweise analysieren, gibt es neue Lieferanten, die etwas liefern können, was vielleicht gerade nicht lieferbar ist. Das sind ja durchaus auch Themen, die wir haben. Also das vielleicht zu unserer Einordnung innerhalb von McKinsey und vielleicht thematisch, was machen wir genau von der Funktionalität? Das ist sehr, sehr breit. Also wir sind gestartet vor vielen Jahren eigentlich mit Transparenz. Für große Unternehmen, die ganz viele verschiedene weltweit verteilte ERP-Systeme haben, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedliche Systemtypen, nicht nur SAP, auch JD Edwards, Oracle, alles Mögliche, heterogene Landschaften. Wir haben viel Algorithmik, die es dann möglich macht, diese Daten zu harmonisieren, zu klassifizieren, also vergleichbar zu machen. Das sind auch in der Tat, man hört es oft, AI. Das ist wirklich AI. Das sind nämlich regelbasierte Systeme und auch neuronale Netze, die letztendlich antrainiert werden, um dann Daten zu säubern, zu klassifizieren. So, und dann kommt die eigentliche Analytik ins Spiel. Und da gibt es natürlich angefangen von der, ich sag mal, klassischen Spend Analytics. Das ist aber im Grunde genommen inzwischen ein kleinerer Bereich. Wichtiger ist fast Effizienz im Sinne von Cost Reduction, Cost Avoidance Themen, also Kosten im Grunde genommen helfen zu, ich würde nicht unbedingt sagen zu reduzieren, sondern effizienter zu steuern. Aber auch Sachen wie Risk Management, ganz heißes Thema im Moment natürlich. Das Thema durchaus auch Supply Chain Analytik, das Thema Compliance. Ne? Dann haben wir, werden unsere Systeme teilweise auch zur Fraud Detection genutzt, war nicht beabsichtigt, war so ein Use Case, der entstand. Hat sich aber ergeben. Im nicht-europäischen Umfeld, wenn man so sagen, da wird es gerne auch zum Fraud Detection, weil einfach das Lieferantenthema dann oft für unlautere Zwecke eingesetzt wird. Das ist also auch ein Thema. Und dann natürlich jetzt in neuester Zeit sehr stark das Thema Carbon Footprint. Deswegen auch ein Thema, weil natürlich der Spend, der direkt über Lieferanten geht, einen Großteil dieses Footprints ausmacht und wir mit den einkäuflichen Daten, Bestellungen, Rechnungen eine wunderbare Datenbasis sind, um aufbauend darauf, angereichert natürlich mit Daten, die wir aus McKinsey in großen Datenbanken sammeln, wo also für bestimmte Kategorien und Lieferanten schon Werte hinterlegt sind. Das spielen wir dann in unsere Reports ein. Also die Analytik ist sehr breit. So ein System, wie wir es haben, ist aber nicht nur Analytik, sondern wir haben beispielsweise auch eine Anwendung, die der Planung dient und dem sogenannten Tracking.
Also im Grunde genommen ist es zur Steuerung des strategischen Einkaufs, wo man seine Einkaufsprojekte, seine Maßnahmen hinterlegt, die man analytisch hergeleitet hat, also aus Analysen herausgelesen hat, Mensch, da und dort kann ich etwas tun, hier kann ich bündeln, da kann ich vielleicht einen Lieferantenwechsel initiieren, das gebe ich in eine Maßnahme, beplane diese Maßnahme und kann die dann, kann dann im Grunde genommen Plan gegen Ist laufen lassen und die tracken. Also solche Themen gibt es auch. Dann habe ich schon genannt, dieses Thema der Datensäuberung. All das zusammen ist im Grunde genommen ein integriertes System, das wir dann unseren Kunden, aber auch den Beratern zur Verfügung stellen. Ja, seit 16 Jahren seid ihr damit unterwegs, so wie wir es im Vorgespräch besprochen haben, seit 16 Jahren auf der Microsoft-Plattform unterwegs. Und was hat euch denn jetzt bewogen, denn so einen Schwenk zu machen, zu sagen, nicht nur Microsoft only anzubieten, sondern diese Plattform auch auf eine SAP DWC zu heben? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir sind in der Tat gestartet mit Microsoft. Und aber man muss sich auch vorstellen, natürlich auch als Startup. Ja, damals hat man es nicht unbedingt auch Startup genannt, aber am Anfang ist es schon so, dass einfach Microsoft damals vor 16 Jahren gewisse technische Vorteile hatten. Dieses OLAP-Konzept, das sie damals hatten, war relativ neu, war von der Analyse-Flexibilität natürlich sehr, sehr gut. Was Vergleichbares gab es damals im Grunde im SAP-Reich noch nicht. Ja. Und das Zweite war natürlich das Thema, dass und das ist auch ein Grund, warum wir ein großer Verfechter der Cloud sind. Natürlich dieser ganze administrative Aufwand, um überhaupt mal die Basis, das was SAP Basis nennt, zu etablieren, auch Leute zu schulen. Ein irrer Aufwand, den wir als kleines Unternehmen natürlich nicht leisten konnten, neben einer schon etablierten Plattform. Klar war aber immer, SAP ist die betriebswirtschaftliche Software weltweit. Nicht vergleichbar, von daher lag es nahe, als wir jetzt mit McKinsey zusammengegangen sind, zu sagen, das ist die Gelegenheit, weil im Grunde genommen auch die Kunden sich ja sehr stark überlappen. Wir haben die großen Konzerne weltweit, SAP auch zu einem großen Teil. Und vor allem aber haben wir jetzt mit der Data Warehouse Cloud, also eigentlich mit der kompletten Business Technology Plattform, endlich auch eine hochmoderne Cloud-Umgebung, wo wir eigentlich all das wiederfinden, was wir brauchen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, die Lösung auf die Data Warehouse Cloud und Frontend SAC zu migrieren und sind damit zusammen mit euch auch wunderbar gefahren bisher. Genau, wir sind jetzt seit einigen Monaten da gemeinschaftlich unterwegs. Exakt. Und auch da so diese Insights. Wir haben halt mit einer DWC Modellierungsmöglichkeiten, gerade was diese nativen Modellierungen angeht. Die sind halt ganz andere wie mit den SAP On-Premise-Systemen. Und sicherlich die DWC das richtige Produkt, um euer Produkt, was es ja letztlich ist, optimal voranzubringen. Ja. Wenn wir nochmal so auf verschiedene Systeme draufschauen, also klassischerweise die ERP-Systeme mit drin, was ist denn noch so an Systemen mit drin oder was sind noch so typische Systeme, die ihr anschließt, um Daten auszuwerten? Ich meine, das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Auch die Vorredner hatten es ja schon. Also natürlich greifen wir im Kern auf all diese, auf ERP-Daten zu, aber eben nicht nur SAP, sondern auch Non-SAP, große Konzerne, hat ja jeder fast irgendwo und sei es in außereuropäischen Gegenden, irgendwo hat man immer Systeme, Oracle-Systeme, Microsoft-Systeme, Infor-Systeme, die wir anschließen. Das ist ein großer Bereich. Dann natürlich die hochspezialisierten Systeme aus der SAP-Umgebung wie Ariba oder ein Concur oder ein Fieldglass, die also kategoriespezifische Ausgaben im Grunde genommen enthalten. Und dann kommt natürlich als dritte Säule dazu, wir nennen es externe Daten. Das sind also zum Beispiel Marktindizes, Marktpreise. Ja, es sind Risikoinformationen. Es sind aber auch Benchmarks aus unserem Haus, die wir natürlich nutzen wollen, um möglichst intelligente Insights zu generieren, die relativ zu Best Practices und Benchmarks liegen. Ja, all das wird, und das ist ja auch eine der Stärken der Data Warehouse Cloud, konnektiert, um dann eben nicht nur ein betriebsintern Daten, die man eigentlich schon hat, nur besser zu visualisieren. Nein, um wirklich im Grunde neue Erkenntnisse aus den Daten herauszuholen. Das ist also die Ambition und
das funktioniert eigentlich recht gut, muss ich schon sagen. Wo wir uns vorbesprochen haben, auch nochmal, was Highlights eigentlich sind, hast du mir so ein Stichwort mitgegeben, das ich gerne nochmal vertiefen wollte, nämlich das Thema Data-Driven Organizations. Früher klassischer Geschäftsprozess und man hat ein Controlling drüber gemacht, vielleicht auch eine Kontrolle drüber gemacht, ja. Kennzahlen erhoben, einmal im Monat angeschaut. Was hat sich da geändert? Was ist auch eure Erfahrung, wie sich Organisationen Richtung Data-Driven Organizations verändert haben? Ja, das ist für mich eines der Themen, die viel zu selten im Grunde genommen auch diskutiert werden. Weil ich würde mal fast sagen, die letzten fast 30 Jahre wurden alle Systeme, auch ERP-Systeme, wurden doch entlang von Prozessen gebaut. Das ist auch gut so. Prozesse müssen unterstützt werden. Aber auch die Analytik war eigentlich entlang der an den Prozessen anfallenden Daten orientiert. Zumindest sehr stark, tendenziell. Und man hat diese Daten dann benutzt, um im Grunde die Prozesse zu verbessern. Ja, ein Redesign der Prozesse zu machen, ist, wie gesagt, für einen Berater wie McKinsey tägliches Brot, ist ein Muss, ist auch jetzt mit dem Thema Process Mining nochmal stärker automatisiert worden, aber immer noch handelt es sich um Prozesse. Ich glaube, die Zeit, die jetzt schon angefangen hat, natürlich, ist, dass man sagt, okay, aber was ist denn mit datenzentrierten Analysen außerhalb der Prozesse. Und was heißt das? Das heißt, dass man stärker Strukturen analysiert oder Korrelationen zwischen Daten analysiert, die nicht unbedingt direkt an den Prozessen hängen. Also beispielsweise sind das Analysen bezüglich Marktverhalten von Teilnehmern, Kapazitäten. Jetzt, man hat es ja mit den Engpässen bei den Microchips gesehen, ja, wie verhalten sich Supply Chains, ja. Aber auch im Einkauf ganz einfache Sachen, dass man sagt, Potenzialanalytik, Preisvarianzen international für ähnliche Teile. Hat mit dem Prozess an sich wenig zu tun, hat aber einen unglaublichen Hebel. Oder wie ist mein Lieferantenportfolio, wie ist mein Kundenportfolio? Ne? Hat es da Verschiebungen gegeben und von was hängen die ab? Gerade für fortgeschrittene Prognose-Analytiken hochinteressant und das ist natürlich ein Bereich und auf den fokussieren wir stärker. Neben der Prozessanalytik natürlich, der einfach einen größeren Hebel hat. Also da glauben wir, ist in Zukunft einfach verdammt viel zu holen und es macht auch Spaß, einfach weil es was relativ Neues ist. Also ich persönlich finde das auch ein unheimlich spannendes Thema, weil ja, Daten sind viel wertvoller, als sie jetzt nur für eine Prozessoptimierung zu nutzen, ja, sondern aus Daten können ganz neue Geschäftsfelder entstehen, ja, oder genau im anderen Spektrum bessere Risikovorhersagen entstehen, absolut, weil beides ja Chancen erhöhen, ja, Risiken minimieren, sichert den langfristigen Geschäftserfolg. Das spielt übrigens auch in die Diskussion rein, die wir vorhin hatten mit dem Hagen Jander und dem Mo, dass dieser Data Marketplace absolutes Muss meiner Meinung nach, weil man einfach genau diese Analytiken dadurch erst im Grunde noch möglich macht. Man enabled sie. Ich muss sie ja erstmal haben, denn das Problem ist ja oft die Datenverfügbarkeit. Ich kann mir tolle Sachen auf dem Papier zusammenreimen und dann schaue ich, ich kann es nicht machen, weil ich die Daten nicht habe. Ne? Ja, das ist die Herausforderung natürlich auf der anderen Seite. Da passt ihr aber auch ganz gut rein, genau in diesen Data Marketplace mit teilweise euren Cleansing-Regeln, die ihr habt, Kategorisierungsregeln. Absolut. Also ich denke, da wird einiges kommen und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wenn dann in Q1 der Data Marketplace das erste Mal verfügbar sein wird. Jetzt haben wir über Software gesprochen. Ich glaube, fast niemand würde McKinsey in der Softwarewelt vernorden. Du hast es ganz kurz angerissen. Das kann gut sein, ja. Aber McKinsey und Software wäre jetzt für mich irgendwie nicht die richtige Korrelation. Aber vielleicht kannst du so einen Einblick geben, wie arbeitet denn eigentlich eine Managementberatung und wie hat sich vielleicht das auch gewandelt in den letzten Jahren? Also wir haben ja, wie gesagt, seit unserer Gründung eigentlich mit Beratung zusammengearbeitet. Von daher ist das wirklich auch interessant. Und da gibt es einen tollen Ausspruch. Ich glaube, Marc Andreessen war es für die schon lange in der IT sind, ja, der Erfinder des Netscape-Browsers. Und der hat gesagt, Software eats everything. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel jetzt, warum McKinsey im Grunde genommen eine Analytics-Company gekauft hat. Weil
und das wissen wahrscheinlich nicht alle, Berater arbeiten eigentlich schon seit Jahrzehnten mit viel Analytik. Ja. In dieser Operations Practice, deswegen sagst du es auch am Anfang, wo nicht die strategische Beratung oder Situationsberatung gemacht wird, sondern fast alles andere. Natürlich werden dort Daten analysiert, aber halt mit Excel. Und es werden nicht nachhaltige Analysen gemacht, die man dann auf Knopfdruck in der nächsten Periode wieder machen kann, sondern man macht mit einmaligen Datenabzügen, arbeitet man oft. Und es ist einfach so, dass auch die Kunden das im Grunde genommen, wollen die Kunden natürlich, dass das professionalisiert wird, aus Data Security Gründen, aber auch aus Gründen, dass man im Sinne von Neudeutsch Always-On-Daten, Geschäftsmodellen, also neuen Geschäftsmodellen, halt einfach beim Kunden präsent bleibt, um zum Beispiel, wir nennen das Managed Analytics, um solche Dienstleistungen zu verkaufen, anspruchsvolle Analytik durchgeführt eben von Berater. Um so etwas zu fahren, ist es einfach notwendig, mehr Kompetenz aufzubauen und auch im Hause zu haben und eigene Lösungen zu haben. Und das ist im Grunde genommen unser Playing Field. Ja. Und dann haben wir wiederum gesagt, okay, aber das muss natürlich auf Plattformen geschehen, die skalierbar auch unterstützen. Und damit sind wir wieder bei der Data Warehouse Cloud, SAC und bei der Business Technology Plattform. Das ist also die Geschichte. Und McKinsey, wir nennen das Tech-Enabled Consulting. Und es ist eines der zentralen Wachstumsfelder für die Zukunft, neben natürlich auch anderen, aber eines der wichtigen. Also das ist, glaube ich, echt spannend, weil auch das hatten wir ja im Vorgespräch besprochen, die Berater kommen rein, sind mit einer cloud-basierten Lösung, eigentlich mit einem Fingerschnipp in der Lage, die Daten zu analysieren, sind viel schneller time to market mit ihren Empfehlungen an den Kunden. Und wenn wir wieder Mo und Hagen nehmen im Gespräch über dieses Spaces-Konzept, plackt ihr euch quasi in eine Data Warehouse Lösung beim Kunden rein, eure Lösung bleibt und der Kunde kann das, was in der ersten Runde analysiert worden ist, dauerhaft nutzen. Genau. Und vielleicht, was man noch hinzufügen muss, über die Jahrzehnte sind wirklich sehr, sehr spezielle, hochentwickelte Nischenlösungen bei McKinsey entstanden, die wir aber jetzt paketieren wollen, auf eine Plattform bringen wollen. Also es entstehen auch wirklich sehr spannende neue Analytiken, die nun auch einem breiteren Publikum einfach schneller gegeben werden können. Das wird also sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Also ich freue mich auf eure Reise und ich freue mich, wenn die Kunden ja schneller werden. Absolut. So wie wir es vorhin gehört haben. Ja. Ja, Geschwindigkeit ist King. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute hier warst. Danke auch für die Einladung. Dass unsere Audienz im Äther vorgestellt hast. Ja. Und wir übergeben noch einmal zurück an den Uwe Eisinger. Ja, herzlichen Dank, Jörg und Loren. Super spannende Ausführungen. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind schon am Ende unseres heutigen Kaminabends. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht zu Hause vor dem Bildschirm wie mir hier vor Ort. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele, viele spannende Informationen erhalten, die uns auch in der Planung weiterbringen, wie mit dem Data Warehouse Portfolio in der SAP auch weiter umzugehen ist. Noch ein paar abschließende Informationen für Sie. Der Link zu der Aufzeichnung, den erhalten Sie Anfang nächster Woche per E-Mail. Dort erhalten Sie mit der E-Mail natürlich auch Kontaktdaten, weitere Informationen, die wir Ihnen noch bereitstellen können rund um das Thema. Sollten Sie vorher bereits schon mit uns in Kontakt treten wollen, sollten Sie einen der Referenten kontaktieren wollen, gerne über unsere E-Mail-Adresse online-marketing@ibsolution.com in Kontakt treten. Wir stellen die Kontakte da auch entsprechend weiter her. So, jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen an alle Referenten, an alle, die im Hintergrund an der Veranstaltung mitgearbeitet haben. Vielen, vielen Dank an das Organisationsteam. Natürlich an Sie, an die Zuschauer, die sich die Zeit genommen haben, uns abends vom Monitor nochmal diese Veranstaltung mit zu betrachten. Bleibt mir nur eins übrig. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Freue mich auf ein Wiedersehen auf einem anderen Kanal wieder. Wünsche Ihnen alles Beste. Bleiben Sie gesund. Ihr Uwe Eisinger.